Schönen guten Abend, liebe Kommandanten, Stellvertreter, Führungskräfte, Gruppenführer und alle, die heute wieder Interesse zeigen, unserer Ausbildung beizuwohnen. Wieso machen wir das Ganze? Wir wollen hier im Bereich Marktheidenfeld eine Führungsausbildung starten. Dazu haben wir in den vergangenen Monaten ein Ausbilderteam zusammengestellt und heute wollen wir euch die Ergebnisse daraus präsentieren und euch die Roadmap für die nächsten Monate vorstellen, was wir vorhaben, was wir machen wollen. Eingeladen für die heutige Veranstaltung waren die Kommandanten von den Stadtteilen von Marktheidenfeld sowie der VG Wehren. Euch begrüße ich ganz herzlich. Auch begrüßen möchte ich die Kameraden der Feuerwehr Frammersbach, die wir zwar jetzt hier im Bild nicht sehen, allerdings haben sie uns den Einsatzleitwagen des Landkreises Main-Spessart gebracht, den ihr im Hintergrund seht. Euch allen herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gern im Chat, nachdem ihr euch angemeldet habt, stellen. Wir werden dann entweder noch direkt während der einzelnen Vorträge oder dann gesammelt im Nachhinein diese beantworten. Warum machen wir die Führungskräfte Aus- und Weiterbildung? Wir wollen, dass ihr alle Kommandanten, Stellvertreter, Führungskräfte, Zugführer, Gruppenführer in den einzelnen Wehren das Wissen, das ihr auf euren diversen Lehrgängen erworben habt, vertieft, wieder auffrischt und auch somit auf dem aktuellen Stand bleibt. Der ein oder andere ist ja schon etwas länger im Amt und somit das Wissen, das er erworben hat, auch schon ein paar Tage älter. Wir wollen aber auch, dass, wenn ihr mal nicht am Standort seid, eure Gruppenführer genauso wissen, worauf es ankommt und wie sie die Einsätze bestmöglichst und effektiv abarbeiten können. Dementsprechend werden wir euch in den nächsten Monaten vermitteln, was sind eure Aufgaben als Einsatzleiter, was ist die Aufgabe der Feuerwehr und wo sind wir eigentlich nicht mehr zuständig, wie ist das Zusammenspiel zwischen den Führungskräften unter mehreren Wehren und auch den einzelnen Organisationen, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und natürlich auch ganz wichtig, die taktischen Vorgehensweisen. Wir wollen euch auch anleiten, was ist Führungsarbeit, welche Möglichkeiten hat man, Führung zu gestalten, wie schafft man es, eine etwas größere Einsatzstelle zu strukturieren und zu ordnen. Und auch, wo könnt ihr euch selber Informationen herholen für Ausbildungen, neueste rechtlichen Grundlagen, dass ihr auch eure Ausbildungen entsprechend gestalten könnt. Wir wollen euch aber auch immer wieder aktuelle Änderungen, zum Beispiel wie heute Abend beim Thema Brandmeldealarme geben. Was hat sich geändert in Richtung Ölspuren und sonstige Schwerpunktthemen, die wir einfach im Laufe der Zeit festgestellt haben, kommen immer wieder vor oder ist Nachholbedarf. Dementsprechend haben wir eine Pyramide aufgestellt, wie wir vorgehen wollen. Ganz unten die Kick-Off-Veranstaltung heute Abend. Als nächstes für uns der Grundbaustein für alles, das Basiswissen. Was ist Basiswissen? Der ein oder andere erinnert sich noch an den Führungskreislauf, Gefahrenmatrix, was ist die Aufgabe der Wehr, FEDV 100, Atemschutz, was muss ich beachten? Daneben auch das Thema Ausbildung, welche Feuerwehrdienstvorschriften habe ich, was kann ich weiter noch mit hinzunehmen zur Ausbildung, Unfallverhütungsvorschriften, immer ein ganz wichtiges Thema, wo sich auch das Jahr über immer wieder sehr viel ändert. Der nächste Block, das Detailwissen für die Führungskräfte. Stichwort GAMS-Regel, Gefahrguteinsatz. Für was kann ich ein Fahrzeug wie dieses hinter mir an der Einsatzstelle nutzen als Führungskraft? Besondere Einsätze im Block 4, Waldbrände, begegnen uns immer wieder, immer mehr in den letzten Jahren. Auch das wollen wir auf Basis unseres Konzeptes für den Landkreis euch nochmal vertieft vorstellen. Und ganz oben das Ganze dann in die Praxis umsetzen. Aktuell natürlich leider nicht so möglich, aber wir hoffen, je mehr Module wir euch schon vermitteln konnten, dass sich dann auch wieder mehr ermöglicht im Bereich Praxiseinsatzübungen, Ausbildung direkt vor Ort und euch dann
im Rahmen von einer Objektbegehung oder eines Planspiels das Ganze wirklich an einem Beispiel näher bringen. Hier mal der Zeitplan für die nächsten Monate. Ihr seht, wir haben so alle 2 Monate geplant, eine Übung, eine Ausbildungseinheit zu machen. Heute fangen wir an mit dem Kick-off und gleich dazu das Thema Brandmeldeanlagen aus dem Block 4. Aber es hat sich einiges in der Alarmierung geändert und in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Brandmeldeeinsätze, in denen es zu Unklarheiten kam, wo wir gesagt haben, das Thema setzen wir für heute mit auf die Agenda. Die nächste Ausbildung, wenn ihr dann Lust habt, noch weiterzumachen, möchten wir euch das Thema Führungskreislauf näher bringen, Gefahrenmatrix, Ansprechpartner, wie gebe ich eine Lagemeldung ab, welche Inhalte hat es. Im April geht es dann weiter mit den Ölunfällen und so haben wir das ganze Jahr durchgetaktet und hoffen, euch auch so ein ansprechendes Konzept für unsere Ausbildung zeigen zu können. Das war es dann jetzt schon mal von meiner Seite. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Pausenstopp, wo wir uns umbauen und dann als nächstes das Thema Brandmeldeanlagen für den Christoph Schmidt, einer unserer Ausbilder, vorbereiten. Neben Christoph haben wir noch weitere Ausbilder von der Feuerwehr Magdeidenfeld, der Philipp Rossmann und natürlich auch der Bernhard Nees. Aus Esselbach der Christian Samer, der heute dann auch noch ein Thema vorstellen wird. Von der Feuerwehr Homburg unterstützen der Christian Dornbusch und der Andreas Kuhl. Von der Feuerwehr Kreuz Wertheim der Andreas Gottschalk. Der Christian Musauer von der Feuerwehr Tiefenthal. Der Philipp Schöffer von der Feuerwehr Hasloch. Michael Ziegler von der Feuerwehr Erlenbach. Ihr seht, neben meinem Kreisbrandmeisterkollegen Thomas Baumann und natürlich unserem Kreisbrandinspektor Andreas Schmidt ein breites Team. Und somit können wir auch breit gefächert viele Themen abdecken und euch näher bringen. Bis später. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin der Christoph Schmidt von der Feuerwehr Magdeidenfeld. Bin 40 Jahre alt und seit 1994 bei der Feuerwehr und begleite hier auch die Ausbildung als Zugführer. Und ja, freue mich heute den ersten Part zum Thema Brandmeldeanlagen euch rüberzubringen. Ich habe es mir mit Philipp Rossmann, meinem Kollegen, ein bisschen aufgeteilt. Ich werde euch jetzt ein bisschen was zu den Grundlagen erzählen und zu den Bedien- und Informationselementen. Und danach wird der Philipp dann eben die weiteren Themen machen, bis hin zur Einsatztaktik. Ich denke mal, das Thema Brandmeldeanlagen begegnet uns immer mehr und immer wieder. Da hat sich die letzten Jahre einfach auch eine viel größere Anzahl an Brandmeldeanlagen im Bereich ergeben, die aufgebaut werden. Bei immer mehr Neubauten, bei immer mehr Industriebauten werden diese Anlagen gefordert. Dazu könnte man natürlich auch viele Stunden auch eine Ausbildung machen,
aber wir wollen es heute kompakt, so kompakt wie möglich halten und euch mit den wesentlichen Informationen versorgen, die ihr für euren täglichen Einsatz braucht. Die Anna hat es schon gerade angesprochen, es gab da Veränderungen in der Alarmierung, die nachher der Kollege Christian Sammer vorstellen wird. Und da werdet ihr sehen, dass das Thema Brandmelder nachher plötzlich auch für viel mehr Feuerwehren ein Thema wird, die bisher vielleicht noch wenig Berührungspunkte dazu hatten. Das Wissen habe ich mir natürlich nicht aus den Fingern gezogen, sondern im Endeffekt gibt es da ganz viele Unterlagen, ganz viele Broschüren, auch von der Feuerwehrschulen oder von den Feuerwehrschulen deutschlandweit, gerade aber auch aus Bayern. Über die entsprechenden Online-Plattformen könnt ihr euch da auch gerne noch tiefgreifender informieren. Gut, ich würde sagen, wir starten durch. Erste Frage ist natürlich, was ist denn das Ziel von so einer Brandmeldeanlage oder warum gibt es denn überhaupt diese Brandmeldeanlagen? Ganz klar ist, eine Brandmeldeanlage soll frühzeitig einen Brand erkennen, damit die Feuerwehr in der Entstehungsphase noch tätig werden kann. Es nützt ja nichts, wenn irgendwann nachts um 3 Uhr irgendwo in der Industriehalle ein Feuer anfängt und der erste Passant um 4.30 Uhr, weil er die Zeitung holt, das Feuer erkennt. Bis wir kommen, da haben wir dann nicht mehr viel zu tun, außer vielleicht ein Nebengebäude noch zu schützen, wenn überhaupt, aber das Gebäude brennt dann wahrscheinlich runter. Deswegen soll die Brandmeldeanlage eben frühzeitig sich melden und sagen, hier, da ist ein Ereignis, worauf die Feuerwehr reagieren muss. Gleichzeitig und vor allem auch in Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeheimen, ganz wichtig, die Information, Alarmierung der Betroffenen, also in Krankenhäusern, Patienten, Beschäftigten, dass die möglichst schnell darauf reagieren können, um die Leute aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Ich denke, das ist für jeden nachvollziehbar. Je eher das erkannt wird, desto schneller kann man auch hier eine Evakuierung durchführen. Gleichzeitig übernimmt die Brandmeldeanlage auch die Alarmierung der Feuerwehr über die Leitstelle. Das geht automatisch, da muss auch keiner anrufen, da muss keiner irgendwas machen, sondern das funktioniert einfach aufgrund des Systems, was da hinten dran liegt. Gleichzeitig steuern auch Brandmeldeanlagen sogenannte Brandschutzeinrichtungen an, technische Brandschutzeinrichtungen zum Beispiel. Ihr kennt sicherlich Feuerabschlusstore, ihr kennt oder habt ihr schon mal gehört, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen oder auch Aufzugsteuerungen. Da gibt es eine Vielzahl von Anlagen, die zusammen über eine Brandmeldeanlage gesteuert werden, um eine Ausbreitung eines Feuers zu verhindern oder zu verzögern. Gleichzeitig für die Feuerwehr sehr wichtig bei Brandmeldeanlagen ist das eindeutige Lokalisieren des Gefahrenbereichs oder wo ist denn überhaupt was in dem Objekt. Das werden wir nachher sehen, das ist ein ganz wesentliches Element für uns, für die Feuerwehr zu wissen erstmal, wo ist denn überhaupt was, wo muss ich denn hin, um eben ja, eine Gefahrenabwehr durchzuführen nachher. Wer will überhaupt so eine Brandmeldeanlage? Könnte man ja sagen, ja, die kostet ja auch Geld, also eine großflächige Brandmeldeanlage ist ja nicht gerade billig. Oftmals kommt es von der Bauaufsicht, ab gewissen Größen, ab gewissen Bauten oder auch Gebäudearten muss eine Brandmeldeanlage installiert werden. Die Sachversicherer fordern das auch immer mehr, um ein Risiko überhaupt einschätzen und zeichnen zu können. Und nachdem ich das beruflich mache, kann ich euch sagen, das wird auch immer schwieriger. Gleichzeitig fordern auch vielleicht Eigentümer von Gebäuden oder Vermieter, dass da eine Brandmeldeanlage eingebaut wird, wenn irgendwelche besonderen Betriebsarten oder gefährliche Betriebsarten in einem Gebäude sind. Zu guter Letzt, in Deutschland gibt es nichts, was nicht genormt ist. Natürlich gibt es auch für die Brandmeldeanlage eine Norm, zum Beispiel die DIN 14675. Wenn ihr ganz viel Zeit habt im Lockdown, könnt ihr euch die gerne mal durchlesen. Ich habe es jetzt nicht getan. Gleichzeitig gibt es aber auch noch weitere Standards der Sachversicherer vom Verband Deutscher Sachversicherer, VDS oder amerikanische Standards. Wenn ihr da mal auf einer Begehung seid, hört ihr das manchmal, gibt es auch verschiedene Standards. Am Ende muss die Behörde den Bau so abnehmen und das Brandschutzkonzept muss passen. Gut. Für den Inspektionsbereich Marktheidenfeld haben wir mittlerweile 58 Alarmpläne beziehungsweise über 40 Brandmeldeanlagen. Da seht ihr, da ist schon einiges mittlerweile im Bereich, wo wir uns als Feuerwehr drum kümmern müssen. Und im Jahr 2020, hat der Andreas mal freundlicherweise rausgesucht, gab es rund 35 Alarmierungen mit dem Stichwort BBMA. Aus eigener Erfahrung hier im Magdeburgfeld kann ich euch sagen, es wird nicht weniger, es wird eher mehr. Und manche Objekte kennt man manchmal besser wie die Beschäftigten, die da arbeiten, wenn man öfters mal vorbeifahren muss. Gut, genug mit dem Vorgeplänkel, kommen wir mal zur Brandmeldeanlage selber. Da unterscheidet man noch im Endeffekt zwischen einer öffentlichen Brandmeldeanlage, was für uns als Feuerwehr von Interesse ist im Wesentlichen. Die müssen nämlich entsprechende Normen und Grundlagen entsprechen.
werden wir gleich nachher sehen, warum das so wichtig ist. Und die sind auch an die ILS ausfallsicher aufgeschaltet. Also eine öffentliche BMA muss entsprechende Voraussetzungen erfüllen, ja, dass sie für die Feuerwehr auch tauglich ist. Dann gibt es natürlich auch nicht öffentliche BMAs, die sind ausschließlich zur internen Alarmierung da. Ihr erkennt es schön hier. Das ist einmal hier der rote Kasten für die Feuerwehr und der blaue für den Hausalarm. Das habt ihr vielleicht schon mal in irgendwelchen Objekten gesehen. Das heißt, das sind Objekte, die brauchen keine Brandmeldeanlage, haben aber eine interne Alarmierung da. Wie gesagt, ist aber für die Feuerwehr und für uns heute nicht das Thema. Gut. Ja. Kommen wir mal zu den Elementen einer Brandmeldeanlage oder wie funktioniert eine Brandmeldeanlage und wie ist die aufgebaut. Wenn wir zu einem Brandmeldealarm alarmiert werden, fahren wir das Objekt an und kommen dann hoffentlich, auch in Verbindung vielleicht, ich wollte mal hochheben, dass, der wird immer so schön vergessen, der Feuerwehreinsatzplan. Meine Empfehlung ist, nehmt den immer mit, wenn er zu so einem Objekt fährt, wenn er nicht im Auto ist. Denn der zeigt euch oftmals auch den Weg, ja, zu diesen drei Elementen. Wenn man nicht direkt von der Straße sieht, einmal zur Blitzleuchte, die symbolisiert im Endeffekt, hallo, wo ist denn mein Feuerwehrschlüsseldepot oder mein Freischaltelement? Was das genau ist, behandeln wir gleich im nächsten Punkt. Das heißt, wenn ihr zum Objekt fahrt, sucht einfach nach einer roten oder gelben Blitzleuchte und in dem Bereich muss irgendwo das Feuerwehrschlüsseldepot gebaut sein oder das Freischaltelement, beziehungsweise zeigt es auch oft mal den Weg Richtung Feuerwehrinformationszentrum oder Richtung Brandmeldezentrale. Gut, was steckt jetzt hinter diesen ganzen Begrifflichkeiten, die ich euch da aufgeführt habe? Ja, die Blitzleuchte, habe ich gerade schon gesagt, zeigt euch den Weg. Das ist schon mal ganz gut, gerade in der Nacht, um das zu finden. Das Feuerwehrschlüsseldepot ist für uns als Feuerwehr, würde ich mal sagen, eines der wichtigsten Elemente von der Brandmeldeanlage, denn dieses Feuerwehrschlüsseldepot sichert, überwacht und enthält den Objektschlüssel. Also bei Industriegebäuden oder bei Industriebetrieben, die nachts nicht arbeiten, ist ja in der Regel auch keiner da oder wenn wenige Leute oder auch bei einer in einem Krankenhaus, Pflegeheim, Altenheim sind nachts oft nur Notbesetzungen da. Das heißt, der muss den Schlüssel enthalten für das komplette Objekt. Das heißt, mit dem Schlüssel kommt ihr in jede Tür, die in diesem Gebäude ist. Es passiert euch natürlich manchmal, dass ihr vom Hausmeister oder von irgendwelchen Mitarbeitern schon am Eingang abgefangen werdet, die sagen, hey, ich weiß, wo es ist und ich habe auch einen Schlüssel und wir können gleich los und der Alarm nervt mich sowieso, weil er gerade schreit und der Räumungsalarm läuft. Bitte gewöhnt euch an, immer erst zum Feuerwehrschlüsseldepot zu gehen und den Objektschlüssel zu entnehmen. Das ist ganz wichtig, weil ihr oder wir das auch schon erlebt haben bei Einsätzen, dass der Hausmeister sagt, ich habe den Schlüssel und dann steht er plötzlich vorm Raum, wie im Krankenhaus Mark Heidenfeld von nicht allzu langer Zeit und der Raum gehört der Telekom und da hat er dann dummerweise keinen Schlüssel, weil der Raum vermietet war. Mit dem Objektschlüssel aus dem Feuerwehrschlüsseldepot habt ihr da auch in den Raum Zugang. Deswegen lasst euch da auf keine Diskussion ein, nehmt immer den Objektschlüssel mit. So, wie komme ich an den Objektschlüssel? Also, wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat, dann seht ihr hier das Feuerwehrschlüsseldepot. Und diese Außenklappe, für die braucht ihr keine Schlüssel. Die ist magnetisch verriegelt, das heißt, entweder ihr zieht die einfach auf oder ihr müsst mal kurz reindrücken, dann geht die Klappe auf. Ist die Klappe auf, seht ihr als nächstes diese silberne Innentür. Und da dran, jetzt kommt euer Feuerwehrschlüssel ins Spiel, ist ein Doppelbadschloss. Eins zurück. Das ist dieser Schlüssel hier. Damit schließt ihr praktisch dieses Fach auf und kommt dann an den Objektschlüssel. Gefordert ist, dass ein Objektschlüssel in dem Feuerwehrschlüsseldepot vorhanden ist. Schöner wäre es natürlich, manche Firmen machen das auch, dass vielleicht zwei oder sogar drei Schlüssel drin sind, denn gerade in Industriebetrieben sind viele Türen verschlossen nachts. Die haben auch automatische Schließsysteme, die Türen verschließen. Und da ist es gut, wenn nicht nur ein Trupp den Schlüssel dabei hat, sondern auch eine nachrückende Feuerwehr vielleicht einen Schlüssel hat. Wie gesagt, gefordert ist nur einer. Wenn man die Möglichkeit hat, im Vorfeld da mit denen zu sprechen und die sind bereit dazu, wäre schön, wenn ein zweiter Schlüssel drin ist. Wie gesagt, mit dem Doppelbadschlüssel kommt ihr da rein. So, den Schlüssel, der da drin ist, der ist in der Regel verriegelt. Das heißt, der ist waagrecht. Das heißt, ihr müsst den senkrecht stellen, damit ihr, ich zeige es mal hier, den Schlüssel überhaupt rausziehen könnt, also abziehen könnt. Das ist wichtig, sonst zieht er daran rum und es funktioniert nicht. Nachher, wenn wir aus dem Einsatz zurückkommen, wenn er den Schlüssel da wieder zurücktut, müsst ihr natürlich auch das Schloss entsprechend wieder waagrecht stellen, sonst ja, gibt es keine Freimeldung an die Leitstelle, beziehungsweise das Feuerwehrschlüsseldepot lässt sich nicht verschließen.
und ihr könnt die Einsatzstelle nicht verlassen. Denn ihr könnt die Einsatzstelle erst verlassen, wenn das Feuerwehrschlüsseldepot auch wieder zu ist. So, ganz wichtig. Wenn ihr den Schlüssel entnommen habt, müsst ihr unbedingt diesen Schlüssel wieder mitnehmen. Euren Feuerwehrschlüssel, weil wir werden nachher sehen, wir brauchen da noch einen zweiten Schlüssel, das ist der. Und wenn ihr den Schlüssel vergesst am Feuerwehrschlüsseldepot, was auch schon passiert ist, dann lauft ihr den ganzen Weg wieder zurück und holt den Schlüssel, weil ich werde euch nachher zeigen, wo ihr den braucht und warum das so wichtig ist. Also bitte unbedingt diesen Schlüssel wieder mitnehmen. Gut. Kommen wir zum Freischaltelement. Was ist das Freischaltelement? Könnte man ja sagen, naja, wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat, dann ist ja überhaupt kein Problem. Dann öffnet sich ja die Klappe und ich komme an die Objektschlüssel. Ja, aber es gibt vielleicht auch Einsatzszenarien, wo das ja, die Brandmeldeanlage vielleicht nicht ausgelöst hat. Beispiel, ein Brand auf dem Gelände im Freien zum Beispiel, in einem Container. Da heißt nicht, wenn es da keine Außenüberwachung noch in irgendeinem Bereich gibt, dass die Brandmeldeanlage anschlägt. Oder ihr habt einen anderen Notfall in der Firma. Irgendeine Überschwemmung, irgendeinen Unfall oder irgendwas, wo ihr rein müsst, dann könnt ihr mit dem Freischaltelement und eurem Feuerwehrschlüssel, das ist dann der hier, ja, die Brandmeldeanlage praktisch manuell auslösen von außen. Das heißt, ihr könnt zerstörungsfrei in das Objekt reingehen. Spart Zeit und Nerven. Wichtig ist, informiert vorher die Leitstelle, weil die Leitstelle würde dann, wenn ihr den Schlüssel dreht, einen Alarm bekommen, wie wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst wird und ihr wisst, wie das mit den Einsatzmitteln ist. Ist das Einsatzmittel schon belegt, kommen neue Einsatzmittel zur Einsatzstelle und plötzlich haben wir da ein Feuerwehrfest. Deswegen vielleicht vorher die Leitstelle wieder informieren, dass die Bescheid wissen. Den Schlüssel drehen bis zum Anschlag und dann ein paar Sekunden warten oder ihr müsst den Zylinder als Schließrohr aus der Halterung ziehen. Das kommt jetzt wiederum auf das Freischaltelement an. Aber ihr hört es dann, weil es geht die Blitzleuchte an, drin geht der Alarm los. Also ihr würdet es mitkriegen, wenn das ordentlich ausgelöst hat und die Klappe geht auf natürlich. Und dann kommt ihr wiederum an das Objektschlüssel. Deswegen, nicht alle Brandmeldeanlagen haben so ein Freischaltelement, aber die neueren mittlerweile eigentlich überwiegend. Es gibt alte Anlagen, da gibt es tatsächlich noch nicht. Gut, wenn wir im Objekt sind, dann geht es weiter. Vielleicht als kleiner Exkurs das Thema BMZ, Brandmeldezentrale. Viele verwechseln das manchmal, da muss ich hin, ich muss als Feuerwehr in die Brandmeldezentrale. Nee, in die Brandmeldezentrale muss ich gar nicht, weil das ist so das Gehirn, die technische Einrichtung, die die komplette Anlage in der Gänze steuert. Ja, die steuert alle brandschutztechnischen Anlagen, die angeschlossen sind, die steuert die ganze Technik. Da gibt es unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Bedienkonzepten. Hier unten seht ihr mal ein paar. Und man hat relativ schnell festgestellt, das ist für die Feuerwehr nicht gedacht. Also da kann die Feuerwehr nicht tätig werden, weil jeder Hersteller macht auch was anderes und es wäre viel zu kompliziert. Oft ist es aber so, dass die Brandmeldezentrale, aber nicht immer, auch in der Nähe ist nachher von, und das müsst ihr euch mal merken, FAT, FBF und FITS. Das FAT, FBF in den Feuerwehreinsatzplänen kommt häufiger vor wie das FITS. Also FAT, was heißt es? Feuerwehranzeigetableau. Was heißt FBS? Feuerwehrbedienfeld. Und FITS heißt Feuerwehrinformationszentrum. Das verbindet praktisch beides plus Zusatzelemente, was wir dann gleich noch sehen. Wie gesagt, auf eurem Feuerwehreinsatzplan findet ihr FAT und FBF. Das muss eigentlich immer zusammen sein. Das solltet ihr regelmäßig finden. FITS, wie gesagt, ist manchmal nicht so häufig vertreten. Ja, was ist denn das FITS jetzt? Ja, das FITS ist das Feuerwehrinformationszentrum. Und das enthält alle für die Feuerwehr relevanten Informationen. Das ist euer zentraler Anlaufpunkt und da müsst ihr hin, um den Einsatz abarbeiten zu können. Ihr seht hier auch schon eine ganz wichtige Information, da gibt es zwei Schlösser. Also so findet ihr das im Einsatz ja vor, ist verschlossen. Einmal die Feuerwehrschließung und jetzt kommt dieser Schlüssel wieder ins Spiel, der Zylinderschlüssel. Wie gesagt, wenn ihr es jetzt vorne vergessen habt, müsst ihr wieder einen vorschicken, der den holen muss. Das ist ärgerlich, weil es braucht Zeit. Und gleichzeitig gibt es die Betreiberschließung, das ist hier, um an die Feuerwehrlaufkarten zu kommen. Warum ist das so? Der Betreiber muss natürlich an die Feuerwehrlaufkarten kommen, weil da ändert sich auch was, die muss er austauschen. An dem Feuerwehrbedienfeld, Feuerwehranzeichentableau, hat der Betreiber nichts verloren. Das ist rein das Instrument für die Feuerwehr. Wir haben aber auch schon erlebt, dass findige Betriebe da doch irgendwie drankommen, um irgendwelche Anlagen mal zurückzustellen oder so, wenn es piepst. Aber eigentlich dürfen die da keinen Schlüssel für haben. Den hat nur die Feuerwehr. Ja, zum Thema Feuerwehrschlüssel habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Wichtiger Hinweis, diese Dinger sind sehr teuer, wenn die verloren gehen. Deutlich teurer, wie wenn ihr euren Wohnungsschlüssel verliert. Deswegen bitte,
müssen die im Feuerwehrhaus oder im Feuerwehrfahrzeug, je nachdem, wo ihr den mitführt, verschlossen sein. Das heißt, es gibt kleine Safes, entweder im Feuerwehrhaus oder halt auch für die Fahrzeuge einen kleinen Safe mit einem Code, dass er gegen unbesuchten Zugang geschützt wird. Weil, wenn der wegkommt, müssen die ganzen Schließungen ausgetauscht werden und die Schlüssel sind Spezialschlüssel von Spezialfirmen. Das ist nicht so gut. Es ist ja auch klar, weil mit dem Schlüssel kommt man in die Betriebe rein, unabhängig davon, ob da was auslöst. Also bitte achtet auf diese Schlüssel. Gut. Feuerwehrinformationszentrum. So, haben wir jetzt mal alles aufgeschlossen. Ihr seht jetzt also hier, wir haben hier die Feuerwehrlaufkarten, beziehungsweise wir fangen mal auf der anderen Seite an mit dem Feuerwehranzeichentableau, mit dem Feuerwehrbedienfeld. Da ist in der Regel oder oft auch noch ein Handdruckmelder mit drin. Das ist einfach ein normaler Handdruckmelder, wie man den auch sonst woanders vorfindet. Kleiner Exkurs an der Stelle, es gibt auch noch einen sogenannten Prüf- oder Hauptmelder. Der ist aber in der Regel an der Übertragungseinrichtung, die direkt in der Regel bei der Brandmeldezentrale stationiert ist. Die hat eine andere Funktion, der Alarm geht immer raus, ob die BMZ jetzt geht oder nicht, ob die Anlage vielleicht einen Defekt hat, das würde immer funktionieren, ist für uns aber jetzt nicht primär relevant. Auf der anderen Seite haben wir hier die Feuerwehrlaufkarten. Wenn ihr euch mit dem Kasten auskennt, dann habt ihr schon die halbe Miete, weil ihr werdet nachher sehen, ihr werdet wissen, wo es ist und wie ihr da hinkommt. Und das ist schon mal eine wichtige Information. Gut, gehen wir mal auf die einzelnen Bestandteile im Detail ein. Feuerwehranzeigetableau. Wenn er da hinkommt, sollte eigentlich diese rote Lampe leuchten. Alarm. Ihr seid ja alarmiert, also sollte diese aufleuchten. Leuchtet die nicht auf, hat sich da schon jemand dran zu schaffen gemacht wahrscheinlich, weil das wäre komisch. Ja? Deswegen in der Regel zeigt die an, okay, hier steht ein Alarm. Dann gibt es noch zwei weitere, Störung und Abschaltung. Störung heißt, irgendwas in der Anlage, irgendein Bestandteil der Anlage hat eine Störung. Kann ein Melder sein, kann aber auch irgendeine andere an die Brandmeldelache angeschlossene Anlage sein. Oder es wurde etwas abgeschaltet. Der Betreiber kann natürlich für sich entscheiden, ich nehme gewisse Linien raus, gewisse Melder raus, weil ich da irgendwas mache, irgendwelche Arbeiten mache. Das kann für euch nachher eine Information sein, die wichtig sein kann, gehe ich aber nachher nochmal darauf ein, wann das wichtig ist. Zum Thema Abschaltung und wir nehmen mal eine Linie raus, gleich vorneweg, die Feuerwehr nimmt keine Linien raus, die Feuerwehr schaltet keine Melder ab, auch wenn er das fünfte Mal in der Nacht geht, ist Sache des Betreibers. Der muss entscheiden, ob er irgendwas rausnimmt. Das, bitte lasst euch da auf nichts ein. Erstmal müsstet ihr die Brandmeldezentrale bedienen können, was wir nicht können, und B, dürfen wir das nicht, weil sonst sind wir dafür verantwortlich, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Also lasst euch da auf keine Diskussion ein. So, Feuerwehranzeigetableau. Der obere Bereich, der Bereich, wo wir auch mal was sehen, wo ein Display ist. Hier wird angezeigt praktisch die erste Meldung. Also hier sehen wir jetzt ja die Meldergruppe 83, der Melder 1. Feuer ist es scheinbar ein Brandmelder, ja, hat damit was zu tun. Da könnte auch Gas stehen, ja, dann wäre es ein Gasmelder, das gibt es auch. Uhrzeit und Datum. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie schauen, was da los ist bei dieser Meldergruppe mit dem Melder. Dann gibt es hier auch noch die letzte Meldung. Hier ist es ziemlich entspannt, da steht nämlich nichts drin. Kommt ihr zur Einsatzstelle und da steht was drin, und da steht dann vielleicht auch was anderes drin wie 83.1, dann könnte es darauf hinweisen, dass ihr ein Realereignis habt, weil scheinbar hat noch ein anderer Melder ausgelöst. Das Ganze dramatischer wird noch, wenn hier unten dieser Taster leuchtet oder blinkt. Dann sind weitere Meldungen, die hier praktisch durchgescrollt werden können oder geblättert werden können. Das müsst ihr wissen. Also wenn ihr das hier in dem Verbund seht, für eure Einsatzplanung, weil ihr seid ja der Einsatzleiter, ihr seid ja die Kommandantengruppenführer, ihr müsst es jetzt regeln, deutet schon viel darauf hin, dass da vielleicht echt was ist. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Information, und muss dann auch nachgeguckt werden, was das für Melder sind. Oder welcher Meldergruppen zusätzlich. Also jetzt nicht nur blind zum ersten Melder schauen, denn ihr müsst euch vorstellen, der erste Melder zeigt euch an, wo es vielleicht das Brennen anfängt, aber der letzte zeigt euch an, wo es denn vielleicht schon ist. Und wenn dazwischendrin viel Raum ist, weil hier noch zig Melder stehen, kann das ja auf ein größeres Schadenereignis hinweisen. Deswegen, da müsst ihr wirklich genau drauf achten und ist eine der wichtigsten Informationsquellen für euch. So, was kann man hier noch machen? Man kann hier zwischen der Alarmanzeige, also normal werden hier oben immer die Alarme angezeigt, aber man kann sich auch die Störungen und Abschaltungen anzeigen lassen. Das könnte wichtig sein, also hier oben steht jetzt wieder der Melder 83.1. Nehmen wir mal an, wir würden bei den Störungen durchblättern und sehen, dass der Melder 83.2 bis 10 in Störung oder auf Abschaltung steht.
Dann könnte nichts sein, aber es könnte auch sein, dass es da hinten richtig feuert, nur die lösen nicht auf, weil sie auf Störung sind oder weil sie abgeschalten sind. Auch das kann ein Indiz sein, ein Hinweis sein, wenn ihr die Zeit habt, das zu machen. Ja? Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch die Zeit nehmt dafür. Summe ab, wichtige Taste, um die Nerven von dem zu schonen, der an der Anlage stehen bleibt nachher. Wird der Philipp dann in der Einsatztaktik noch was dazu sagen. Das ist der Piepston vom Anzeigetableau. Das ist nicht der Räumungsalarm, sondern das ist der Piepston vom Anzeigetableau. Den kann man auch ganz entspannt mal wegdrücken. Wenn ein neuer Melder einläuft, fängt es wieder das Piepsen an. Auch das wäre ein Indiz, dass irgendwas nicht stimmt. Also irgendwas muss sein, wenn dann plötzlich wieder neue Melder einlaufen und das Ding fängt wieder das Piepsen an. Dann habe ich scheinbar ein reales Ereignis. Gut, das war das Feuerwehranzeigetableau. Ihr habt gesehen, an dem Feuerwehranzeigetableau werde ich informiert, kann aber nicht viel machen, außer den Piepston ausschalten. Am Feuerwehrbedienfeld, da können wir direkten Einfluss auf die Brandmeldeanlage an sich nehmen. Das ist praktisch unsere Schnittstelle zur Brandmeldezentrale. So, was können wir da machen, was haben wir da? Einerseits haben wir natürlich das Bedienfeld, das in Betrieb ist. Diese Lampe sollte grün leuchten, leuchtet nicht grün. Könnte sein, dass das Ding defekt ist. Sollte aber nicht passieren, eigentlich müsste der Betreiber wissen. Wenn er zum Einsatz kommt oder zum Alarm kommt, sollte in der Regel das UE, also Übertragungseinheit ausgelöst, leuchten. Leute, die nicht, hat da auch schon wieder einer dran rumgefummelt, ja, in irgendeiner Form. Es macht aber nichts, weil 15 Minuten bleibt es auf jeden Fall, ja, speichert sie das, dass er ausgelöst hat. Da seht ihr auch, okay, die Übertragungseinrichtung hat ausgelöst, deswegen seid ihr da, das ist zur Leitstelle gegangen. Der Knopf hier unten, Übertragungseinrichtung ab, also Übertragungseinheit deaktivieren, ist mit extremer Vorsicht zu genießen. Ich möchte sogar sagen, Feuerwehrfinger weg, weil damit schaltet ihr praktisch die Weiterleitung eines Alarms über die Übertragungseinrichtung zur Leitstelle ab. Ich weiß jetzt aus meiner Einsatzerfahrung noch keinen Grund, warum man das hätte jemals machen müssen als Feuerwehr. Deswegen bitte, sowas wird nur in enger Abstimmung mit einem Betreiber gemacht oder nach Rücksprache dann auch mit der Leitstelle, wo besondere Vorkommnisse sind. Lasst euch da nicht auf irgendwas ein. Wenn der Betreiber sagt, ja, mach das mal aus, mich nervt es da, irgendwas funktioniert nicht. Nee, machen wir nicht. Sache des Betreibers, das Problem zu lösen. Deswegen da bitte vorsichtig und Finger weg. Brandfallsteuerungen deaktivieren. Auch das ist ein Knopf, da muss ich sehr aufpassen. Brandfallsteuerungen sind alle technischen Anlagen, die von der Brandmeldezentrale aus angesteuert oder von der Brandmeldeanlage angesteuert werden. Das können sein Aufzugsteuerungen, das können sein Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, das können sein irgendwelche Lüftungsklappen, Lüftungsanlagen, die abschalten. Also alles, was in irgendeiner Form von der Brandmeldezentrale angesteuert wird. Leuchtet die Diode, ist es ein Zeichen dafür, irgendwas ist abgeschalten. Das kann aber auch der Betreiber in der Brandmeldezentrale gemacht haben. Drückt ihr den Knopf, dann schaltet ihr fast alles ab. Also theoretisch, wenn die Brandmeldeanlage so programmiert ist, schaltet ihr alle Brandfallsteuerungen in irgendeiner Form ab. Auch da vorsichtig, denn wenn ihr vergesst, den Knopf wieder zu drücken, dann sind die deaktiviert erstmal. Und kann von der Brandmeldezentrale auch nicht einfach aufgehoben werden. Deswegen auch hier machen wir eigentlich nicht. Also auch mit Vorsicht zu genießen. Ein wichtiger Knopf, wo wir tatsächlich mal was machen dürfen oder auch können, ist den Räumungsanlagen deaktivieren. Das ist gerade in Krankenhäusern, Altenheimen ein großes Thema, wenn die eine laute Alarmierung haben. Auch nicht jedes Altenheim, Pflegeeinrichtung hat eine laute Alarmierung. Wenn es die gibt, wollen die natürlich so schnell wie möglich, gerade nachts, dass es ausgeschaltet wird. Da gibt es die Grundregel. Es wird erst ausgemacht, wenn die Erkundung abgeschlossen ist. Das heißt, der Einheitsführer, der Gruppenführer, der Einsatzleiter hat sich vergewissert, dass hier eine Fehl- oder Falschalarmierung vorliegt und kein Feuerwehreinsatz oder keine Gefahr für Personen ist. Und dann kann die Person, die an dem Feuerwehrbedienfeld steht, diesen Räumungsalarm auch quittieren. Aber ganz klare Message, ohne Anweisung des Einsatzleiters wird das nicht gemacht. Kein Feuerwehrmann, das müsst ihr auch euren Leuten sagen, hat da irgendwas zu drücken, ohne dass es einer gesagt hat. Auch wenn die Leute sagen, macht es aus, es nervt uns. Auch in Industriebetrieben manchmal anstrengend, aber es ist halt einfach so. Deswegen bitte da aufpassen. Löschanlage hat ausgelöst ist eine Information für euch, dass irgendeine Löschanlage, aber kein Sprinkler, weil der Sprinkler selber eine eigene Meldergruppe ist, in dem Objekt ausgelöst hat. Zum Beispiel eine Gaslöschanlage. Ob das jetzt eine Anlage ist, die einen Raum zum Beispiel flutet oder eine Maschinenanlage. Es gibt auch große Maschinen, die haben Löschanlagen drin oder Funkenlöschanlagen in irgendeiner Form. Das wisst ihr nicht, ihr wisst nur, es hat irgendeine Löschanlage ausgelöst. Also irgendwas ist passiert. Wie gesagt, Sprinkleranlage bitte nicht verwechseln. Eine Sprinkleranlage ist wie eine eigene Brandmeldergruppe.
ist damit nicht gemeint. So, das ist der wichtigste Knopf und hoffentlich den Knopf, den wir auch ziemlich schnell drücken können, wenn wir zum Einsatz kommen, ist die BMZ zurückzustellen. Das heißt, wenn ich erkundet habe, wenn ich alles gemacht habe, wenn es kein Fehlalarm ist, dann stelle ich hier durch einen längeren Druck auf den Knopf, der unter einer Plexiglasscheibe ist, um den eben vor ungewollten Drücken zu schützen, stelle ich die Anlage wieder zurück. Und ich muss dann mit der Leitstelle entsprechend absprechen, ob das auch soweit funktioniert hat, dann, dass die Anlage wieder in Ruhe ist. Und dann könnt ihr im Endeffekt die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben und dann die Einsatzstelle auch verlassen. So, kommen wir zum letzten Element und zum letzten Part von mir. Dann habt ihr auch nochmal kurz Pause. Laufkarten. Laufkarten ist eine ganz wichtige Geschichte in Objekten, um erstmal zu wissen, wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich hin soll? Und dazu müsst ihr wissen, da gibt es eine Vorder- und eine Rückseite auf den Laufkarten. Die Vorderseite von der Laufkarte, so wie sie drin steckt und wenn er sie rausnimmt, sollte einen Übersichtsplan zeigen, wo jemand, der sich dazu mal im Vorfeld Gedanken gemacht hat, eingezeichnet hat, wie komme ich jetzt am sichersten zu dieser Meldergruppe. Das heißt, es gibt eine Meldergruppe, die ausgelöst hat und wie komme ich da jetzt am besten hin. Seid so gut und nutzt auch den Weg, der hier eingezeichnet ist, weil der soll eben ein gefahrloses, ja, möglichst gefahrloses Hinkommen zur Einsatzstelle gewährleisten. Jetzt könnten wir hier sagen, naja, wenn das da oben ist, könnt ihr doch einfach hier zwischendurch. Nee, soll ich nicht, weil A, öffne ich vielleicht Türen oder Tore, die vielleicht einen Rauch eben zurückhalten oder auch einen Brand in Schach halten, weil es Brandschutztüren, Brandschutztore sind, die ich vielleicht öffnen muss, überhaupt reinzukommen. Deswegen geht bitte den Weg hier in dem Fall außen rum. Und dann seht ihr hier im Endeffekt die Meldergruppe. Die Feuerwehrlaufkarten sind auch nach den Meldergruppen sortiert, 1 bis oder 10 bis, je nachdem wie es gemacht ist, bis halt fertig ist. Dann seht ihr hier das Gebäude. Diese Angaben korrespondieren auch immer zum Feuerwehreinsatzplan. Das heißt, auch dieses Gebäude D1 würdet ihr in eurem Feuerwehreinsatzplan finden. Ganz wichtige Information, in welchem Geschoss das ist, das sehe ich hier nicht in der Übersicht. In der Übersicht sehe ich nicht, in welchem Geschoss das jetzt ist, wahrscheinlich, sondern hier sehe ich aber, es ist im zweiten OG. Kann ich mir schon mal Gedanken machen, was ich da vielleicht für Einsatzmittel brauche, wenn ich da ein Realereignis habe. Und was überwacht denn überhaupt oder wo ist der Melder in dem Flur? Auch das ist eine wichtige Information, warum ein Flur verbindet mehrere Räume. Weil mehrere Räume landen in dem Flur, es ist ein Fluchtweg vielleicht, könnte vielleicht versperrt sein. Und es ist ein automatischer Brandmelder. Wichtig ist, wenn es ein Handdruckmelder ist, kommt der Philipp nachher auch noch mit einem schönen Beispiel gleich. Beim Handdruckmelder muss ich immer von der Person in Notlage ausgehen. Weil es hat ja scheinbar jemand die Scheibe eingeschlagen, den Knopf gedrückt. Entweder mutwillig oder er hat tatsächlich ein Problem. Wir gehen davon aus, es gibt jemanden, der hat echt ein Problem. Gut, und dann gibt es hier noch das Bemerkungsfeld. Da stehen so Sachen drin wie, ihr braucht vielleicht eine Leiter, es ist vielleicht ein Zwischendeckenmelder. Aber auch da kommt der Philipp nochmal dazu nachher beim Thema Brandmelder. So. Die Rückseite. Die Rückseite ist im Endeffekt die Detailauflösung des überwachten Meldebereichs oder der Meldergruppe. Also hier seht ihr alle Melder, die in dieser Meldergruppe drin sind. Und ihr seht dann hier den 13.1, den 13.2, den 13.3. Ihr seht auch hier, komme ich zur Tür rein. Aha, hier außenrum, hinten dran ist noch ein Lager. Ihr seht auch ein paar Umgriffsinformationen. Manchmal seht ihr auch noch die Fluchtwege, die vorgesehen sind. In eurem Feuerwehreinsatzplan wiederum findet ihr nochmal genauere Informationen zu dem Bereich. Deswegen solltet ihr einfach immer irgendwie griffbereit sein. Und hier könnt ihr dann genau schauen, welcher Melder hat ausgelöst. Das wisst ihr ja. Und dann könnt ihr den kontrollieren. Ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr einen wasserlöslichen Folienstift habt und ihr habt die Laufkarte und ihr habt zum Beispiel mehrere Melder, die ausgelöst haben, dann markiert ihr euch einfach auf der Laufkarte. Kringelt die ein, dann wisst ihr schon mal, aha, wie baut sich das auf? Macht es euch visuell, visualisiert euch das. Ist in einem Zimmer, also im Krankenzimmer zum Beispiel ein Melder, dann ist auf dem Flur einer. Aber wo ist denn der wahrscheinlich? Aha, da ist vielleicht noch eine Rauchschutztür zwischendrin. Kann ich alles schon an der Brandmeldeanlage, kann ich alles schon am Feuerwehrinformationszentrum mir vergegenwärtigen, um einen Einsatz zu planen. Gut, da bin ich mit meinem Vortrag oder mit meinem Teil von dem Vortrag schon am Ende oder hoffentlich am Ende vielleicht. Und der Philipp kommt gleich nach einer kurzen Pause und ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch viel Spaß und macht's gut. Thank you.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin heute der Dritte im Bunde, Philipp Rossmann. Auch ich komme von der Feuerwehr Magdeburg-Heidenfeld. Ursprünglich komme ich aus Michelried. Dort haben sie mich damals auch zur Feuerwehr gebracht, vor mittlerweile fast 20 Jahren. Ich war zwischendrin eine ganze Weile in Hessen unterwegs, habe da studiert und auch eine ganze Weile gearbeitet und war auch da eine ganze Weile in der Feuerwehr. Und jetzt vor 5 Jahren hat es mich nach Magdeburg-Heidenfeld verschlagen und machen hier viel mit in Sachen Ausbildung. Gut. Ich möchte direkt weitermachen. Der Christoph hat die bedienenden Informationselemente gemacht. Sieht jetzt noch nach viel aus. Der Großteil ist eigentlich schon durch. Es kommt jetzt auch einiges nochmal an Wiederholung. Christoph hat schon vieles gesagt zu den einzelnen Elementen. In dem Thema Einsatztaktik werden wir vieles nochmal zusammenfassen. Auch für euch, dass ihr es vielleicht dann auch ausdrucken könnt oder für euch verwenden könnt. Weitermachen wir jetzt in der Technik erstmal mit den Brandmeldern. Und der Christoph hat es vorhin schon gesagt, zum Thema Brandmeldeanlagen könnten wir uns wirklich stundenlang unterhalten. Alleine zu dem Thema Brandmelder, das wollen wir aber nicht tun. Wir wollen uns hier aufs Wesentliche beschränken und wir wollen uns jetzt mal die nicht automatischen Melder und die Bereichsmelder angucken. Einzelmelder ist dabei natürlich die, die uns am meisten begegnen, aber ich denke, das ist jetzt egal, ob das ein optischer oder ein Hitzemelder oder irgendwas ist, da hängt ein Melder an der Decke, das ist eine punktförmige Detektion und wir müssen gucken, ist da was im Bereich und damit ist die Geschichte auch gut. Bei nicht automatischen Meldern schaut es schon mal ganz anders aus. Nicht automatischer Melder ist schlicht und einfach ein Handdruckmelder. Das heißt, im Endeffekt, da hat jemand die Scheibe eingeschlagen und den Knopf tief gedrückt, wie es früher so schön geheißen hat. Das Problem bei der Geschichte ist, wir kennen die Handdruckmelder eigentlich sehr oft hauptsächlich von mutwilligen Auslösungen. Das heißt, im Endeffekt, da hat irgendjemand vielleicht im Suff oder vielleicht aus Versehen mit dem Ellbogen einen Handdruckmelder eingeschlagen und im Endeffekt ist es für uns oft ein Bagatell. De facto ist es aber so, dass so ein Handdruckmelder ein echter Notruf ist. Das heißt, es ist genauso zu betrachten, wie jemand bei der Feuerwehr anruft und sagt, guten Tag, ich stehe hier in meinem Zimmer und um mich herum ist Feuer und ich bin hier ernsthaft in Lebensgefahr. Und genauso sollte man so einen Handdruckmelder nämlich auch betrachten. Wichtig ist, man muss da wirklich umfassend kontrollieren. Und dafür haben wir jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, zwei genau. Nur als Beispiel, wir kommen hier als Feuerwehr hin, haben uns mit der Laufkarte hier durchgehangelt und schauen uns diesen Melder hier an. Der hat ausgelöst, da liegen Scherben auf dem Boden, der leuchtet rot. Wir kommen hin, gucken uns den Flur nach vorne, nach hinten an und im Endeffekt ist da gar nichts. Und stellen jetzt für uns fest, hat wieder irgendein Dödel den Handdruckmelder ausgelöst. De facto ist es aber so, hier hinten in dem Raum brennt es und im Endeffekt, da hat sich einer auf die Flucht begeben, hat da vorne einen Melder gefunden, ist vielleicht auch nochmal zurückgegangen, um jemand anderen zu holen und im schlimmsten Fall liegen in diesem Raum da hinten jetzt zwei Personen und haben damit um Hilfe gerufen. Und wir haben natürlich richtig Geburtstag und richtig gewonnen, wenn wir jetzt heimfahren und sagen, ja, keine Feststellung und dann heißt es im Endeffekt, ja, wir hatten ein Brandereignis und die Feuerwehr war schon da. Also das ist natürlich jetzt extrem zugespitzt, aber das darf uns auf gar keinen Fall passieren. Und es gibt tatsächlich Objekte, wo es nur Handdruckmelder gibt oder wo bestimmte Bereiche auch nicht überwacht sind oder, wie der Christoph vorhin gesagt hat, vielleicht ist auch irgendwo einfach was abgeschaltet. Damit müssen wir immer rechnen, dafür sind wir da, um das zu kontrollieren. Das zweite Beispiel wäre jetzt hier, das ist wirklich der Klassiker, wir haben Brand ganz oben im obersten Stockwerk und hier ganz unten die Leute flüchten vor dem Feuer, gehen raus und ganz unten an der Tür kommen sie auf die Idee, so und jetzt rufe ich mal die Feuerwehr und schlage den Melder da unten ein. Und wenn wir hier unten kontrollieren, werden wir natürlich nie im Leben das Feuer finden. Also im Endeffekt, Botschaft soll hier sein, wirklich ausführlich kontrollieren, wenn so ein Handdruckmelder eingeschlagen ist. So, wenn es jetzt tatsächlich ein Fehlalarm war oder wir haben das Ganze beseitigt als Gefahr, dann müssen wir das natürlich auch zurückstellen können. Das funktioniert relativ einfach. Wir haben so einen kleinen Schlüssel, sollten wir alle haben, mit dem wir den Handdruckmelder aufschließen können. Dann ist die Scheibe hier weg und irgendwo seitlich ist dann immer so ein Knopf, den wir im Endeffekt ziehen müssen und dann schnell dieser Knopf wieder nach draußen, das rote Lichtchen geht aus und erst dann können wir auch die Brandmeldeanlage wieder in Ruhe stellen und zurücksetzen. Solange der hier weiter feuert und aktiv ist, werden wir die nie zurückgestellt bekommen. Also auch das für euch zur Info. So, dann kommen wir zu den Bereichsmeldern. Da gibt es unterschiedliche Melder. Zum Beispiel auch wieder optische Melder, das wären dann im Endeffekt große Lichtschranken, teilweise mit Sendeempfänger in einer Einheit, mit getrennten Sendeempfängern. Wo sehen wir das ziemlich oft? Wenn wir irgendwelche Dachluken haben, die sich über eine große Länge erstrecken, da ist jetzt nicht alle paar Meter oft ein Melder, sondern da ist wirklich einfach so eine Lichtschranke, so ein optischer Bereichsmelder installiert, der ja die ganze Linie im Endeffekt abfragt. Und natürlich kann das auch auslösen. Dann, was ist auch ein Bereichsmelder? Das Rauchansaugsystem oder oft einfach nur RAS-System genannt.
Das wird dann installiert, oft wenn wir eine Brandüberwachung, eine Feuerüberwachung in einem schmutzbelasteten oder in einem staubbelasteten Bereich haben. Das heißt im Endeffekt, was ist da? Das sind überall an den Decken oder wo auch immer sind Rohre verlegt. Über diese Rohre wird im Endeffekt immer Luft angesaugt. Dann sind meistens dann irgendwelche Filter vorgeschaltet, die dann diesen Staub und Dreck im Endeffekt rausfiltern. Und am Ende sitzt so eine Auswerteinheit und die schaut, habe ich jetzt in meiner Restluft da Rauchpartikel drin? Und wenn der sagt, okay, in dem ganzen Schlatterradons ist jetzt auch noch Brandrauch drin, dann lösen die aus. Letzter Punkt, lineare Wärmemelder. Das sind auch Bereichsmelder. Und das sind im Endeffekt sind das einfach Kabel. In Tiefgaragen sieht man das ziemlich oft. Schwarze Kabel, die an der Decke entlang verlegt sind, die können auch ziemlich lang gehen und meistens über eine Änderung vom Widerstand erkennen die einfach, wenn ein Bereich warm wird und lösen dann eben Alarm aus. Warum erzähle ich euch das jetzt? Alle gemeinsam haben die, dass sie im Endeffekt an einem Punkt irgendwo den Melder sitzen haben. Das heißt im Endeffekt, das ist die Auswerteinheit beim RAS-System, das ist vielleicht der Sensor von dem optischen Sensor und in dem Fall ist es hier auch einfach die Auswerteinheit von diesem linearen Wärmemelder, dafür jetzt mal wirklich eine Laufkarte. Und die Verführung ist natürlich groß. Wir kommen hier rein, sehen da unten, da blinkt es rot an dem Melder an sich. Wir gucken uns einmal um und sagen, hier ist ja mal gar nichts. So, und gehen am besten wieder heim. Und auch an der Stelle wieder der Hinweis, so ein Bereichsmelder kann einen sehr großen Bereich abdecken. Und da müsst ihr wieder auf die Laufkarte drauf gucken. In dem Fall geht es jetzt hier einmal um die Ecke. Und da ist wichtig, wir müssen wirklich den kompletten Melderbereich einmal kontrolliert haben, nicht, dass es an irgendeiner Ecke dann tatsächlich irgendein Ereignis gibt, was wir übersehen. Das darf uns einfach nicht passieren. Dann kommen wir zum Thema Brandschutztechnik. Der Christoph hat da schon sehr vieles dazu gesagt, auch die zwei Punkte, die wir hier jetzt einfach mal stellvertretend draufgenommen haben, RWA, Rauch- und Wärmeabzug und Brandschutzabschlüsse genommen, da gibt es wahnsinnig viel. Also da kann im Endeffekt in so einem Betrieb die komplette Gebäudetechnik dranhängen, kann Lüftung ausschalten und so weiter. Was für uns wichtig ist, sind diese RWAs, nämlich bei der Erkundung können wir die durchaus nutzen und können sagen, ich habe jetzt irgendwo einen verrauchten Fluchtweg oder im Endeffekt Erkundungsweg, die können wir durchaus auch mal auslösen, um uns selbst die Arbeit leichter zu machen. Müssen aber auch immer darüber nachdenken, wenn ich später vielleicht eine Belüftung machen will, habe ich dann offene Klappen nach oben oder irgendwelche Fenster, die offen sind, wo ich mir im Nachhinein was verbaue. Also immer erstmal kurz nachdenken, aber auf jeden Fall können wir die auch, also die sind für uns als Feuerwehr genauso gedacht und die können wir als Gruppenführer, als Einsatzleiter, als Zugführer ganz genauso auch nutzen. Wohlgemerkt nur wir, also es geht jetzt nicht irgendwie der Angriffstrupp Mann hin und schlägt hier mal Scheiben ein, das muss natürlich auch klar sein. Und Brandschutzabschlüsse, hatte Christoph auch schon gesagt, ganz wichtiger Hinweis ist, wir sollten es tunlichst vermeiden, irgendwelche Brand- und Rauchabschnitte zu öffnen, weil dann erzeugen wir nämlich eine Schadensausbreitung, was wir ja eben gerade verhindern wollen. Und in dem Zusammenhang will ich auch nochmal das Thema Feuerwehreinsatzpläne erwähnen. Also wir haben jetzt hier einfach mal ein möglichst komplexes Übersichtsbild mit reingepackt, um euch mal zu zeigen, dass das ein wirklich ausführliches Thema ist. Da können wir heute nicht drauf eingehen. Was wir euch empfehlen wollen ist, wenn ihr solche Objekte in eurem Einsatzgebiet habt, im Gemeindegebiet, dann habt ihr auch solche Feuerwehreinsatzpläne. Wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr euch die tunlichst besorgen. Und beschäftigt euch damit. Im Endeffekt könnt ihr davor euch schon anschauen, was habe ich denn in meinen Betrieben für Brandschutzeinrichtungen, was habe ich denn für Gefahren in den Betrieben drin und ihr könnt euch im Endeffekt auch mal reingucken, was bedeuten denn die ganzen Symbole. Im Endeffekt ist das alles genormt, immer sieht es doch ein bisschen unterschiedlich aus, also arbeitet damit, beschäftigt euch damit, dass ihr dann im Einsatz auch wirklich mitarbeiten könnt. Und mit diesen Feuerwehreinsatzplänen könnt ihr dann durchaus auch mal eine Lagekarte machen und könnt euch vor allem auch orientieren. Gut. Dann wäre der nächste Punkt auf der Agenda das Thema Löschanlagen. Auch das hat der Christoph vorhin schon ganz kurz angesprochen. Auch hier wollen wir uns wieder nur mit zwei Einzelpunkten beschäftigen. Es gibt hier auch wieder ganz unterschiedliche, zum Beispiel eine Explosionsschutzanlage. Ganz ehrlich, weiß ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht, was das ist. Was aber wichtig ist, sind diese zwei Sprinkleranlagen und CO2-Löschanlagen. Zum einen, weil sie beide oft vorkommen und zum einen, weil eine davon auch wirklich gar nicht ohne für unsere Arbeit ist. Fangen wir an mit der Sprinkleranlage. Auch da wieder der Hinweis, ich wiederhole mich, da gibt es von A bis Z wieder alles. Es gibt die unterschiedlichsten Ausführungen. Es gibt mit Rohrleitungen, die trocken mit Druckluft befüllt sind. Manche sind auch nass befüllt. Dann gibt es ganz unterschiedliche Sprinklerformen, seht ihr hier oben, mit unterschiedlichen Sprühbildern. Ihr seht hier die lustigen Farben von
von den Wasserröhrchen. Im Endeffekt sagen die aus, ab welcher Temperatur platzt denn so ein Röhrchen. Das heißt, ab welchem Moment läuft da Wasser raus. Also im Endeffekt betrifft uns alles mehr oder weniger. Entweder eine Sprinkleranlage hat ausgelöst oder nicht. Sprinkleranlage ist wichtig zu wissen, dass Sie ein Feuer nicht selbstständig löschen müssen. Natürlich kann es sein, dass man ein Feuer damit gelöscht kriegen, aber wir können erstens mal nicht davon ausgehen. Im Endeffekt sind die dafür da, um einen Brand zu kühlen und so weit einzudämmen, dass wir quasi noch eine Chance haben, irgendwas zu tun. Bedeutet für uns auch, kommt in der Einsatztaktik nachher nochmal, wir müssen bei Sprinkleranlagen im Brandfall tatsächlich immer mit Wasser am Rohr vorgehen. Wie schaut so eine Sprinkleranlage jetzt aus? Elemente, die es immer gibt. Hier oben, wie gesagt, die Sprinkler an sich, die wir schon gesehen haben. Dann gibt es irgendwo Tanks. Hier an dieser Stelle ist jetzt mal ein Druckluft-Wasserbehälter dargestellt. Dann, wenn es ein Druckluftbefüller ist, muss es auch irgendwo einen Druckluftbehälter geben. Was meistens sehr sichtbar ist, sind die großen Sprinklertürme. Bestes Beispiel, das Industriegebiet in Altfeld, da gibt es mehrere, oder auch hier bei Procter & Gamble, riesengroße Wassertürme. Dann gibt es irgendwo Pumpen. Das heißt, in dem Moment, wo eine Sprinkleranlage einen Druckverlust feststellt, dann springen die Pumpen an. Und erst in dem Moment läuft das Wasser wirklich mit Druck raus, plätschert nicht nur, und dann kommt es auch wirklich zu dem erwünschten Löschbild und hoffentlich zum Löscherfolg. Wichtig für uns sind diese Stationsverteiler und Alarmventile. Das ist der Punkt, an die wir geschickt werden. Das heißt, die lösen tatsächlich einen Alarm aus. Was passiert da? So ein Sprinkler geht auf. Als erstes tröpfelt da ein bisschen das Wasser raus oder die Luft, die im System ist, entweicht. Diesen Druckverlust oder diese Strömung in der Leitung erkennt irgend so ein Stationsverteiler bzw. ein Alarmventil, schlägt Alarm, dann springt die Pumpe an, fördert Wasser nach und die Brandmeldeanlage löst aus. Und wichtig ist, kommen wir gleich dazu, die müssen wir auf jeden Fall besetzen, weil im Endeffekt müssen wir da irgendwann, früher oder später, das Wasser abdrehen und müssen auch einen Blick haben, gehen vielleicht noch weitere dann auf. Anderes System wären die sogenannten Gaslöschanlagen. Und wenn ihr euch das hier anguckt, Vorteil ist, so eine Gaslöschanlage löscht ein Brandereignis vollständig. Das heißt, wenn so eine Gaslöschanlage auslöst, wird der Raum oder der Bereich im Endeffekt komplett mit dem Gas gefüllt, kein Sauerstoff mehr da. Und im Endeffekt kann das Feuer nur ausgehen. Das wird verwendet dann, wenn Löschmittelrückstände unerwünscht sind, Wasser ungeeignet sind, das heißt vor allem in elektrischen Anlagen. In Serverräumen finden wir das sehr oft und oft auch sehr unscheinbar. Das muss jetzt nicht eine riesengroße Gaslöschanlage sein, sondern das kann auch einfach sein, ich habe einen kleinen Serverraum, im Raum nebendran stehen 2, 3 Gasflaschen und die werden im Endeffekt da in diesen Raum geblasen, wenn irgendwas ist. Also das finden wir wirklich erschreckend oft. Kann natürlich auch sein, an großen sensiblen Produktionsmaschinen oder in Gefahrstofflagern können wir das Ganze auch finden. Hört sich soweit sehr gut an. Jetzt gibt es da aber auch ein paar Nachteile, die für uns doch erhebliche Konsequenzen haben. Wir arbeiten da mit einem Gas als Löschmittel und da werden 30 bis 60 Volumenprozent Gas im Endeffekt in einen Bereich reingeblasen und im Endeffekt entweicht auch immer ein Teil des Gases. Hier ist jetzt mal 30% gesagt für CO2-Löschanlagen. Also das heißt, im Endeffekt von diesem Gas dringt auf jeden Fall irgendwas nach außen. Hört sich jetzt auch nicht so dramatisch an. Wir sprechen aber von einer CO2-Löschanlage. Und CO2, wissen wir als ausgebildete Feuerwehrler, ist ein Atemgift und es wirkt aufs Atemzentrum. Und es ist zum einen gefährlich für die Leute, die in diesem Betrieb arbeiten oder dort eben zugegen sind. Zum anderen ist es aber ganz genauso auch gefährlich für uns als Einsatzkräfte. In Vorbereitung auf diese Präsentation haben wir natürlich auch dieses Thema CO2-Löschanlagen einfach mal gegoogelt und das Erste, was man da findet, sind tatsächlich jede Menge Einsatzberichte, in denen Feuerwehrler zu Schaden gekommen sind. Das heißt, irgendwann fällt auf einmal einer am Feuerwehrinformationszentrum um und ist bewusstlos und keiner kann sich's erklären. Irgendwo haben wir einen großen Austritt und ganze Mannschaften fallen wirklich um, müssen auf einmal gerettet werden. Also deswegen haben wir das auch hier auch mit reingenommen. Das kann enorm gefährlich sein. Deswegen gibt es einfach ein paar Grundsätze zu beachten, um das zu verhindern. Wichtige Info an der Seite noch, CO2 ist 1,5 Mal schwerer wie Luft, das heißt, das wird sich irgendwo in Gruben senken, unten sammeln. Gut, wir haben bis jetzt eigentlich die Technik dargestellt, haben auch schon viele Hinweise gegeben. Das Ganze soll jetzt nochmal zusammengefasst werden, vielleicht auch noch ein bisschen ergänzt werden in dem Thema Einsatztaktik. Ist klar, das werden jetzt jede Menge Auflistungen, bleibt bei der Sache, das ist enorm wichtig. Und vor allem die Folien sind auch so gedacht, dass ihr die durchaus auch als Checkliste im Einsatzfall nehmen könnt. Die könnt ihr euch ruhig auch ausdrucken und irgendwo verwenden, gerade wenn ihr das nicht öfters habt. Christoph hat es vorhin schon gesagt.
Ein Brandmeldealarm sollte immer wie ein bestätigter Entstehungsbrand gehandhabt werden. Wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, wenn ein Brandmeldealarm ist, dass die komplette Firma oder das Krankenhaus in Flammen steht, sondern wir sollten immer von einem Entstehungsbrand ausgehen. Aber die Gefahr ist natürlich immer, dass man sagt, Brandmeldealarm, das ist wieder ein Fehlalarm. Davon sollten wir nicht ausgehen. Dafür sind sie natürlich nicht gedacht. Der zweite wichtige Punkt: Sehr oft passiert es, dass wir schon auf der Anfahrt, vielleicht schon im Feuerwehrhaus, irgendwo eine Rückmeldung bekommen, dass das Ganze negativ ist. Das ist eine wichtige Information für uns, die wir auf jeden Fall auch nutzen müssen. Wichtig ist aber immer, die Feuerwehr muss, nachdem sie zum BMA alarmiert ist, immer die Einsatzstelle kontrollieren. Also es darf nicht passieren, dass wir sagen, okay, dem vertrauen wir an der Stelle, wir bleiben daheim. Irgendjemand muss da immer hinfahren. Man kann das Ganze natürlich auch weiterlaufen lassen. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist aber dieser rote Satz hier: Verhältnismäßigkeit wahren. Was bedeutet Verhältnismäßigkeit? Im Endeffekt, wir sind unterwegs mit Sonder- und Wegerechten, können dann durch natürlich auch zum Beispiel über rote Ampeln fahren. Auch da müssen wir immer vorsichtig sein. Der schlimmste Fall, der uns aber passieren kann, ist, wir haben die Rückmeldung vom Betreiber, ja, das ist alles negativ, und im Endeffekt kommt es zu einem Unfall an der Kreuzung, weil wir Sonder- und Wegerechte in Anspruch genommen haben. Bei dem kommt am blödsten Fall noch jemand zu Schaden. Da wird der Staatsanwalt natürlich nachhaken. Das ist eine sehr unschöne Situation, die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also wenn wir weiter mit Sonder- und Wegerechten fahren, dann mit äußerster Vorsicht, und man muss immer im Auge behalten, um was geht es hier gerade noch. Das ist bei allen Einsätzen wichtig, aber gerade wenn sowas quasi schon Entwarnung da ist, sollte man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wie gehen wir vor? Das ist jetzt einfach mal so eine Checkliste. Was tun wir an der Einsatzstelle als Einsatzleiter, als ersteintreffendes Fahrzeug immer zuerst? Und das sollte man sich wirklich dran halten, wie es der Christoph vorhin auch schon gesagt hat. Erstens, wir holen immer zuerst den Schlüssel aus dem Feuerwehrschlüsseldepot. Das sollten wir uns wirklich angewöhnen. Zweitens, wir schauen immer nach, welche Melder haben denn tatsächlich ausgelöst. Gucken uns das Ganze am Informationszentrum, am Anzeichetableau an und verifizieren damit nochmal, was uns vielleicht jemand anderes schon gesagt hat. Vielleicht haben wir auch zusätzliche Erkenntnisse. Das ist durchaus nicht unrealistisch. Und wenn ich mich hier in der Runde mal umgucke, von uns haben das sehr viele schon erlebt. Gerade dann, wenn ein Betrieb ständig besetzt ist oder besetzt ist, sehr oft, dass man da hinkommt und dann wird man schon abgefangen und irgendwo hingelost. Und wir hatten tatsächlich schon immer wieder den Fall, dass man dann plötzlich an der falschen Stelle stand oder im Endeffekt eine ganz falsche Meldergruppe gesucht hat. Also im Endeffekt immer alle Informationen nutzen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Dann auch Ort des ausgelösenden Melders auf den Laufkarten kontrollieren, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn ich weiß, welcher Melder es ist, soll ich auch wirklich gucken, wo ist der, nicht, dass ich irgendwo am falschen Werksende im Endeffekt stehe. Und jetzt wichtiger Punkt, ich muss immer jeden Melder, der ausgelöst hat, auch kontrollieren. Der Teufel steckt im Detail. Im Endeffekt kann es uns passieren, wir haben zwei Melder kontrolliert. Dritte sagt man, na gut, der wird auch negativ sein und da ist dann tatsächlich was. Also das darf nicht passieren, es muss immer alles kontrolliert werden. Genauso wie auch immer der komplette Meldebereich eines einzelnen Melder kontrolliert werden muss. Dann, wir haben den Anfang geschafft. Es geht jetzt weiter im Einsatz. Der nächste Punkt ist, mehrere eingelaufene Melder deuten immer auf ein reales Ereignis hin. Kann natürlich auch sein, dass es einfach ein größerer technischer Defekt ist als beim letzten Mal. Kann natürlich auch passieren. Und weitere einlaufende Melder zeigen eine mögliche Brand- und Rauchausbreitung an. Im Endeffekt ist das zu sehen wie eine Rückmeldung, die wir von einem Angriffstrupp oder irgendwas bekommen. Und diese Information sollten wir auch auf jeden Fall nutzen. Jetzt kommt nochmal dieser wichtige Punkt. Wir haben es schon mehrfach gesagt. Handdruckmelder sollten als Notruf einer Person gewertet werden und mit oberster Priorität behandelt werden. Einfach ist es natürlich, wenn nur ein Melder ausgelöst hat, und das ist der Handdruckmelder. Extrem wichtig ist es wirklich, wir haben jetzt eine Vielzahl von Meldern, die eingelaufen ist, und irgendwo dazwischen ist jetzt ein Handdruckmelder. Wenn es viele Melder sind, haben wir gerade schon gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da tatsächlich was ist. Wir müssen wirklich gucken, wenn viele Melder eingelaufen sind, ist da irgendwo ein Handdruckmelder dazwischen, weil dann sollten wir den direkt kontrollieren und schauen, wer hat da um Hilfe gerufen. Das ist nämlich Fakt, wir haben in einem Bereich mehrere Rauchmelder haben ausgelöst, der Bereich ist verraucht, zwischendrin ist der Handdruckmelder und irgendwo wird da eine Person am Boden liegen und die müssen wir so schnell wie möglich finden. Dann zu den Sprinkleranlagen. Wir haben es gerade technisch schon durchgesprochen, die Einsatztaktik. Beim Brand immer mit Wasser am Rohr vorgehen. Ganz wichtig, Christoph hat es gesagt, Abschiebern von der Sprinkleranlage wird nur auf Befehl des Einsatzleiters gemacht. Diese Ansage darf niemand außer der Einsatzleiter tun.
blöderweise, wie wir hier alle zusammen sind. Wir sind potenzielle Einsatzleiter. Damit der nächste Satz für uns wichtig. Wir befehlen niemals das Abschiebern von einer Sprinkleranlage, wenn wir den Bereich nicht erkundet haben. Absoluter Grundsatz. Dann das Thema CO2-Löschanlagen. Wir haben gesagt, die größte Gefahr ist da, neben dem Feuer, was definitiv erloschen sein wird, ist das Atemgift CO2 eine große Gefahr. Das bedeutet für uns, bei CO2-Löschanlagen gehen wir ausschließlich unter PA vor, im Gefahrenbereich. Aber diesen Gefahrenbereich müssen wir erstmal erkennen und den können wir nur mit Messgeräten erkennen. Wir haben kein Vögelchen dabei, was uns irgendwann von der Leiter fällt, sondern im Endeffekt haben wir nur die Möglichkeit, mit Messgeräten zu arbeiten. Wenn ich das nicht an der Einsatzstelle habe, dann muss ich mir das entsprechend nachalarmieren. Und bis dahin muss ich davon ausgehen, dass im Endeffekt alles irgendwo mit CO2 beaufschlagt wird. Also immer mit PA vorgehen, um uns selbst zu schützen. Es sollten immer betroffene Bereiche nach vermissten Personen kontrolliert werden. Egal, ob jetzt die Ansage ist, da ist jemand vermisst oder nicht. Wir sollten immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Und der Augenmerk sollte hier auf Schächten, senken Gruben liegen. Wie gesagt, Geländeverlauf folgend, CO2 wird immer irgendwo nach unten sinken. In dem Bereich, wo ursprünglich mal das Feuer, der Brand war, den sollten wir nach Möglichkeit von außen kontrollieren. Weil das ist in der Regel ein geschlossener Bereich, gerade so Serverräume oder zum Beispiel, ich kenne es auch für den Fall von Motorprüfständen, das sind abgeschlossene, abgeriegelte Bereiche, die Türen sind da dann auch zu, der ist CO2 geflutet und wenn wir den nicht öffnen müssen, dann sollten wir das auch tunlichst tun. Da drin brennt nichts mehr, wir gucken uns das von außen an, wir können das von außen beurteilen und dann lassen wir da nach Möglichkeit die Tür zu, weil in dem Moment, wo wir die Tür aufmachen, führen wir wieder Sauerstoff zu und die Erstickungswirkung ist wieder dahin. Der letzte Punkt, auch wichtig, es ist nicht Aufgabe der Feuerwehr, einen CO2-gefluteten Bereich wieder frei zu blasen, zu belüften und dann auch tatsächlich frei zu messen. Es gibt Situationen, wo wir das machen müssen, nämlich dann, wenn Gefahr in Verzug ist, wenn es um die Gefahr einer Erkrankung von Personen gibt, das müssen wir immer beurteilen, aber einfach nur, dass der Betreiber dort wieder weiterarbeiten kann, dass die Computersysteme wieder funktionieren, dass vielleicht irgendein Prüfstand wieder zum Laufen kommt, das ist nicht unsere Aufgabe, dafür muss der Betreiber sorgen, da gibt es auch Qualifiziertere als uns, muss man ganz klar an der Stelle sagen. Gut, nächster Punkt. Welche Rückmeldungen an die Leitstelle wollen wir in Zukunft bei Brandmeldeanlagen hören? Das ist auch wieder eine Liste. Am besten hängt das euch ins Fahrzeug. Das sind die Rückmeldungen, die wir hören wollen. Erstens mal Bereitstellungsraum definieren. Hört sich an der Stelle jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Der Christian sagt nachher was noch zu den Neuerungen der BMA. Danach wird es sich nicht mehr ganz so blöd anhören, kann ich euch versichern. Im Endeffekt kann da im Zweifel jede Menge an Personal kommen. Die möchte ich nicht in einer kleinen Straße haben. Bestes Beispiel bei uns Haus Lehmgruben. In der Straße können wir nicht mehrere Feuerwehren unterbringen. Das heißt, auf der Anfahrt nach Möglichkeit schon Bereitstellungsraum definieren. Wir können uns darüber auch schon im Voraus Gedanken machen und können das quasi für alle Objekte, die wir kennen, sind vielleicht auch gar nicht so viele, im Voraus festlegen, wo machen wir denn das immer, dass wir vorbereitet sind. Also es muss nicht immer spontan sein. Zweitens, wenn wir dort sind, welche Melder haben denn ausgelöst? Und da ist wichtig erstens mal, welche Gruppe, welcher Meldernummer, also diese Nummer, die Christoph vorhin gesagt hat, 83.1 zum Beispiel. Dann weitere wichtige Infos, wenn es mehrere sind, wie viele Melder haben ausgelöst oder beziehungsweise allein die Information, es haben mehrere Melder ausgelöst. Und dann ist auch noch wichtig, welche Art von Melder hat ausgelöst. Und an der Stelle bedeutet Art von Melder, Handdruckmelder, automatische Melder oder Löschanlage. Das muss jetzt nicht heißen, das sind Rauchhitze oder irgendwas Melder, sondern einfach nur, dass wir wissen, mit was wir zu tun haben. Wichtig vor allem hier dieses Thema Löschanlage, weil das ist dann durchaus eine ganz andere Nummer. Und diese Rückmeldung, das ist neu, das wird bis jetzt eigentlich sehr wenig gemacht, die wollen wir in Zukunft schon hören. Dann danach, wir haben jetzt den Melder gefunden, wie es der Christoph vorhin beschrieben hat. Wir müssen immer die Rückmeldung geben, was war denn jetzt der Auslösegrund? Das mag in vielen Fällen sein, kein Auslösegrund erkennbar, vielleicht auch aufgewirbelter Staub durch Bauarbeiten. Es kann aber auch sein, ja, da unten drunter hat eine Zeitung Feuer gefangen gehabt oder ein Wasserkocher war auf dem Herd gestanden und wir haben das abgelöscht, wie auch immer. Vierter Punkt, optional. Wenn tatsächlich was ist, was mache ich dagegen? Ich habe den Wasserkocher vom Herd genommen, ich habe eine Kübelspritze eingesetzt, ich bin mit einem C-Rohr im Einsatz und gegebenenfalls auch Nachforderung, wenn es eine größere Geschichte ist. Die letzten zwei Punkte ist jetzt Abschluss von der ganzen Geschichte. Am Ende muss ich die BMA natürlich auch zurückstellen. Da muss ich nochmal nachfragen, ist die Anlage denn tatsächlich in Ruhe? Das kann durchaus passieren, dass das bei uns quasi wieder in Ruhe ist. Bei der Leitstelle ist aber nochmal irgendwas anderes aufgelaufen, als immer nachfragen.
Im Zweifel, wenn wir das vergessen, die Leitstelle wird uns daran erinnern, spätestens dann wird sie uns wieder alarmiert. Und der letzte Punkt, enorm wichtig, eine Einsatzstelle wird immer an den Betreiber übergeben. Also es gibt nur wenige Situationen, wo wir wirklich sagen, es ist nachts vielleicht wirklich keiner gekommen, wir warten jetzt keine Stunde auf einen, der aus Anstein oder wo auch immer anfahren muss oder wo ganz anders her. Von daher Übergabe an den Betreiber, damit hat der dann auch die Verantwortung für alles, was danach passiert. Gut, kommen wir zum Thema Personalplanung. Ihr habt es bald geschafft. Für was muss ich jetzt alles Personal vorsehen? Erstens mal TMU, also unser alter 4-Meter-Funk, muss bei jedem Einsatz, auch beim Brandmeldealarm, immer besetzt sein. Das heißt, die Einsatzstelle muss immer irgendwo über TMU erreichbar sein. Zweiter Punkt, das FITZ, Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, muss immer besetzt bleiben. Warum? Wir haben es vorhin oft genug gehört. Das ist die Informationszentrale, wo alle Infos für uns auflaufen und wir müssen es zwingend mitbekommen, wenn da zusätzliche Melder auflaufen. Da muss auf jeden Fall jemand stehen und dieser jemand muss auch das Ding bedienen können, muss die Informationen verstehen können und muss auch ein Funkgerät dabei haben. Nächster Punkt, ähnlich, bei Auslösung einer stationären Löschanlage sollte der Betriebsraum besetzt werden. Ist jetzt nicht so hoch zu bewerten wie die ersten zwei Punkte, aber auch das sollten wir so schnell wie möglich tun. Bei einer Sprinkleranlage zum Beispiel, um das so früh wie möglich nach der Rückmeldung abschiebern zu können oder eben um auch zu sehen, was hier außerdem in diesem Betriebsraum noch passiert. Was muss ich sonst noch machen? Ich muss natürlich erkunden, wer sollte das tun? Das beste Personal dafür, was wir auch ganz klar empfehlen würden, ist ein Gruppenführer und der Angriffstrupp soll erkunden. Der Gruppenführer natürlich an der Stelle nur bis zur Rauchgrenze. Dann wird er dort stehen bleiben und wird seinen Angriffstrupp koordinieren. Und der Angriffstrupp kann dann im Endeffekt weitergehen. Dementsprechend muss natürlich auch der Angriffstrupp ausgerüstet sein. Das heißt, jeder Trupp, der zum Erkunden mitgeht, muss auf jeden Fall mit unabhängigem Atemschutz, also schlicht und einfach mit PA, ausgerüstet sein. Was jetzt nicht unbedingt zwingend nötig ist, dass die Maske wirklich aufgesetzt ist, aber dabei muss natürlich sein, dass ich, falls ich was feststelle, dann nicht zurück zum Auto muss, sondern direkt anschließen kann und dann loslegen kann. Wir gehen immer noch von einem Kleinbrand aus. Das heißt, dieser Angriffstrupp sollte auch ein Kleinlöschgerät dabei sein. Das kann eine Kübelspritze sein, das kann ein Handfeuerlöscher sein, ein Highpress-Löscher, was auch immer ihr da in eurer Feuerwehr habt und für angemessen haltet. Und nach Möglichkeit Wärmebildkamera, mobiler Rauchverschluss, wenn es denn vorhanden ist und wenn ich es an der Stelle tragen kann. Gut, jetzt ist mal der Punkt für, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, die Praxis gekommen. Wir wollen es zumindest ein kleines bisschen auflockern. Es ist uns absolut klar, das ist verdammt viel Futter, auch ziemlich trocken. An der Stelle einfach mal ein kleines Praxisbeispiel, wie kann das Ganze denn aussehen. Und weil es sich bei uns einfach anbietet, wir haben jetzt mal die Braun, Procter & Gamble in Marktheidenfeld als Beispiel genommen. Das können wir wunderbar konstruieren. Ganz davon abgesehen ist es auch schon des Öfteren genauso passiert, also jetzt nichts Abstruses. Zur Orientierung, hier unten ist der äußere Ring, das heißt hier wäre der Edeka. Hier geht es hoch im Endeffekt in Richtung Wonnemar und in Richtung Krankenhaus. Also ich denke, damit kann so ziemlich jeder was anfangen. In dem Bereich begegnen wir uns. Gut, wir sind alarmiert und wir kommen an. Das ist das, was für einen Brandmeldealarm auf jeden Fall alarmiert wird, mit einem Löschfahrzeug, das heißt mit einer Gruppe. Im Endeffekt, wir werden auf jeden Fall mal ans Feuerwehrinformationszentrum hinfahren müssen, weil da bekommen wir die Informationen. Und jetzt sehen wir, wir müssen natürlich jetzt nicht hier wunderschön uns aufstellen. In Corona-Zeiten ist es empfehlenswert, aber muss nicht sein. Im Endeffekt haben wir 9 Leute dabei. Was machen wir mit denen jetzt? Was wir vorhin auf jeden Fall gesagt haben, TMO muss besetzt sein, wir sind in einer Gruppe da. Viel andere Möglichkeit, als den Maschinist am Fahrzeugfunk sitzen zu lassen, haben wir an der Stelle eigentlich gar nicht. Also Maschinist ist schon mal hier oben am Fahrzeug mit TMO gebunden. Dann steigt auf jeden Fall mal aus. Wir haben gesagt, erkunden geht später der Gruppenführer mit seinem Angriffstrupp. Und wir haben gesagt, am FITZ muss ich auf jeden Fall jemand stehen lassen. Eine Person bietet sich irgendwo der Melder an. Ist im Endeffekt auch, sollte immer auch eine Gruppenführerausbildung nach Möglichkeit haben, ist eigentlich auch die qualifizierte Person, die an so einem FITZ dann stehen sollte. Gut, was sehen wir jetzt an dem FITZ? An dem FITZ sehen wir jetzt, oh, Alarm, Sprinkler unter Zentrale 1. Die Sprinkleruntergruppe 1-5 hat ausgelöst. Wir gucken auf unsere Laufkarte drauf und stellen fest, oh, damit ist der komplette Lagerbereich besprinklert. Ist tatsächlich so. Also von daher Meldergruppe vielleicht nicht, aber im Endeffekt, das ist ein absolut realistisches Bild, was wir schon oft gesehen haben. Gut,
Also im Endeffekt macht sich mein Angriffstrupp und der Gruppenführer auf den Weg und nimmt den kürzesten Weg hier in den Lagerbereich, um das Ganze zu erkunden. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir sollen eigentlich noch die Sprinkler-Unterzentrale besetzen. Da sollte noch jemand hin. Und wenn man so ein bisschen genauer nimmt, da oben, das ist ja nur eine Sprinkler-Unterzentrale, die Sprinklerzentrale, die eigentliche, ist hier oben bei den Wassertürmen, da sollte eigentlich auch noch jemand hin. Natürlich kann ich jetzt meinen Wassertrupp, meinen Schlauchtrupp verbraten, wenn ich aber ein Realereignis habe, habe ich dann keinen mehr, der mir die Wasserversorgung aufbaut. Also an der Stelle unpraktikabel. Und genau deswegen sind wir an der Stelle auch nicht mit einer Gruppe alarmiert, sondern mit einem Löschzug. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussehen könnte an der Stelle. Ein Punkt noch, natürlich wäre es jetzt nicht der geschickteste Weg, um jetzt eine Brandbekämpfung oder vielleicht sogar eine Erkundung hier auf diesem Weg durch die komplette Fertigung zu legen. Da tun wir im Endeffekt dann wieder Rauchbereiche oder Rauchschutzbereiche öffnen. Der empfohlene Weg laut Laufkarte wäre im Endeffekt ein Angriff von hinten. Das heißt im Endeffekt, ich müsste sogar mein Löschfahrzeug hier umpositionieren. Und so könnte das Ganze dann auch aussehen. Im Endeffekt, wenn ich jetzt ein reales Ereignis habe, könnte ich mein Löschfahrzeug hier hinten hinstellen. Realistisch, bei einem Hochregallager wird auf jeden Fall auch eine Drehleiter dabei sein, die wird auch in dem Bereich da hinten irgendwo sein. Dann ist auf jeden Fall ein Einsatzleitwagen mit meinem Zugtrupp dabei und da sitzt der Einsatzleiter im ersten Moment mal dabei, der Zugführer. Und ich habe im Zweifel in meinem Zug auch noch ein zweites Fahrzeug, ein Staffelfahrzeug und da habe ich auch noch mal Personal drauf. Also im Endeffekt, was sind die Aufgabenverteilungen? Der Einsatzleiter ist im Endeffekt hier vorne am FITZ. Das ist der perfekte Platz für ihn, da laufen alle Informationen zusammen. Da wird im Endeffekt auch das Personal von der Firma hinkommen, da kommt der Räumungskoordinator hin, da kommt das ganze Kriseninterventionsteam hin, wenn die im Endeffekt da sind. Also im Endeffekt ist das the place to be für einen Einsatzleiter da vorne. Und er hat sein ganzes Personal dabei, er hat seinen Melder dabei, er hat seinen Vertreter dabei und so weiter. Und dann haben wir hier ein Staffelfahrzeug, die könnten im Endeffekt hier die Sprinklerzentralen auch noch besetzen. Und damit hätten wir eigentlich alles abgefrühstückt und können auf jeden Fall einen kleinen Brand hier in dem Lager auf jeden Fall bekämpfen. Gut, das war unser kleines Beispiel. Auch an der Stelle mal, dass es zeigt, wo die Grenzen bei so einer BMA doch ziemlich schnell erreicht sind. Vorgehen bei Einsatzende. Letzte Liste für euch an der Stelle. Wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal, weil es enorm wichtig ist. Feuerwehr deaktiviert niemals Teile der BMA. Das darf der Betreiber gerne tun. Wir tun das nicht, sonst sind wir in der Verantwortung. Als nächstes werden die Laufkarten und die Objektpläne wieder einsortiert, weil im Zweifel fahren wir danach nochmal hin oder in Kürze wieder oder wir müssen uns auch in 5 Jahren wieder dort zurechtfinden können. Dann ein Punkt, was wichtig ist, es gibt ein Alarmtagebuch, das muss im FITZ hinterlegt sein und das soll auch gepflegt werden. Ist in der Vergangenheit ein bisschen untergegangen oft. Im Endeffekt muss da einfach eingetragen werden, Datum, Zeitpunkt, die Meldernummer, was ist tatsächlich vorgefunden worden, da kann man dann im Zweifel auch mal reinschauen beim nächsten Einsatz, wenn es ein anderer Einsatzleiter ist und schauen, hey, ist das eigentlich schon wieder der gleiche wie gestern Nachmittag, ist auch eine wichtige Funktion. Dann muss das FITZ abgeschlossen werden, damit nämlich der Betreiber da auch nicht rundherum fuschen kann und ganz davon abgesehen, er kann es auch nicht abschließen, das können nur wir. Und dann wichtig, alle Objektschlüssel wieder im Feuerwehrschlüsseldepot verstauen und dort auch sichern. Zum Sichern hat der Christoph vorhin gezeigt, Schlüssel einmal rumdrehen, wenn wir das nicht tun, kommt mindestens eine Störung und wir kommen nicht so ohne weiteres von der Einsatzstelle weg. Wichtiger Hinweis, in den meisten Fällen ist es so, dass nur ein Schloss in diesem Feuerwehrschlüsseldepot ist, mittlerweile aber doch oft mehrere Schlüsselsätze Gott sei Dank hinterlegt sind. In diesem Fall, wenn mehrere Schlüsselsätze da sind und die nicht einzeln gesichert sind, immer die Rückmeldung an die Leitstelle. Ich habe wieder 2, ich habe wieder 3 Schlüsselsätze im Feuerwehrschlüsseldepot deponiert. Falls es zu einem Verlust von einem Schlüssel kommt, dass immer klar ist, das waren nicht wir. Weil im Endeffekt auch das kann wieder sehr teuer sein. Die verlieren einmal den Generalschlüssel vom Gebäude, tauschen die komplette Schlüsselanlage aus. Da sind wir ganz schnell im 5-6-stelligen Bereich. Letzter Punkt, BMA zurückstellen und die Klarmeldung an die ILS abfragen, haben wir schon mehrfach gesagt, und Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Gut, dann bin ich auch mit meinem Teil durch, mit den vielen Listen. Ich hoffe, an der Stelle ist es ein bisschen was hängen geblieben. Ihr könnt euch das Ganze nochmal anschauen. Wir stellen auch die Ausbildungsmaterialien komplett zur Verfügung. Ihr könnt euch einzelne Folien da rausziehen, könnt sie auch im Endeffekt für eure Ausbildung verwenden, könnt sie in die Fahrzeuge legen, was auch immer ihr damit tun wollt, tut es sehr gerne. Wichtiger Punkt hier,
hinterlegt ist es hier in dem Bereich, wo ihr gerade im Endeffekt auch die Schulung anschauen könnt. Und wichtig von unserer Seite nochmal möchte ich an der Stelle sagen, gebt uns euer Feedback. Wir haben vor, das noch eine ganze Weile so zu betreiben. Auch in Online-Form fürchte ich, wird es noch eine ganze Weile so dauern. Wenn ihr sagt, wir können irgendwas besser machen beim nächsten Mal, gebt uns die Rückmeldung, entweder jetzt im Chat. Wir haben hier einen Thorsten, der sich das Ganze zusammen mit Bene anschaut. Wir haben ein Feedback-Formular. Die E-Mails schlagen im Endeffekt bei uns auf. Nutzt das gerne oder im Zweifel auch natürlich an Andreas per E-Mail oder per Telefon. Gebt uns Feedback. Wir wollen da, wenn es was zu verbessern gibt, gerne was verbessern. Und perfekt ist es mit Sicherheit nicht. Gut, dann machen wir noch mal eine kurze Pause. Dann wird euch der Christian hier begrüßen mit dem letzten Punkt, Neuerung in der Alarmierung. Ja, hallo, ich darf euch jetzt auch herzlich begrüßen bei der heutigen Ausbildung. Ich bin der Christian Sahmer, ich bin der Kommandant von der Feuerwehr Isselbach. Ich darf euch heute die Neuerungen in der Alarmierung ein bisschen näher bringen, aber vorher vielleicht noch eine kleine Bestärkung von den Kollegen vorher, vom Christoph und vom Philipp. Wir hatten am Sonntag erst das Ereignis von der Brandmeldeanlage bei einer Industriefirma bei uns. Die ganze Zeit ist auch so ein bisschen gehandhabt worden, naja, müssen wir uns jetzt unbedingt ausrüsten, wo fahren wir an, wenn die Schranke offen ist, fahren wir durch. Dieses Mal haben wir es so gemacht, wie es beschrieben war, jetzt vom Philipp in der Einsatztaktik. Und es war auch gut so, die Geräteträger waren ausgerüstet. Kurz vor der Einsatzstelle haben wir die Klarmeldung gekriegt, dass es ein Stapler in der Halle direkt drin brennt. Wir sind über die Feuerwehrzufahrt hingefahren, da haben wir dann auch gleich den Zentralschlüssel vom ganzen Objekt gehabt. Ein Ansprechpartner war diesmal nicht da. Und so konnten wir überall im Objekt hin, wo wir hingemusst haben, und es gab keine Behinderung mehr. Aber jetzt zu den Neuerungen, betrifft natürlich auch die Brandmeldeanlagen. Die Neuerungen in der Alarmierung gibt es jetzt seit dem 01.01.2021. Die gelten für den kompletten Bereich der integrierten Leitstelle von Würzburg. Da gibt es einmal von den Brandmeldealarmen eine Änderung und einmal von den Alarmierungen bei Stromausfällen. Das Ganze ist in Abstimmung mit den KBRs aus den ganzen Bereichen erfolgt, den Kreisverwaltungsbehörden bzw. auch den BRK, DHW und der Polizei. Die offizielle Kommunikation beziehungsweise die Information über das Ganze, das kam dann über das Landratsamt, beziehungsweise an euch wahrscheinlich dann über die Kommunen, die VGs, beziehungsweise eben die Gemeinden. Gut, kommen wir zu den Brandmeldeanlagen, wie es bisher war. Bisher
sind angefahren bzw. alarmiert worden, die örtlich zuständige Feuerwehr, 500 Liter Löschwasser, 4 Atemschutzgeräteträger, eine Staffel, der Kreisbrandinspektor und der Kreisbrandmeister. Jetzt haben wir mittlerweile dann vier verschiedene Alarme. Die BMA 1 bis 4, das betrifft bei der 1 zum Beispiel jetzt eine Gaststätte. Bei der 2, so wie es bei uns am Sonntag dann war, den Industriebetrieb oder beispielsweise auch eine Schule. Den BMA 3 in einer Wohnanlage und der BMA 4 beispielsweise in Kindergärten, Altenpflegeheimen oder Krankenhäusern. Bei besonderen Objekten gibt es natürlich dann auch noch Ausnahmen und die können separate Alarmpläne dann auch beinhalten, dass entsprechend das richtige Gerät gleich vor Ort ist. Die Änderungen im Detail. Bei der normalen BMA oder bei der Stufe 1 BMA wird im Prinzip fast so alarmiert wie die ganze Zeit. Die örtlich zuständige Feuerwehr, Löschwasser mit 500 Litern, die Atemschutzgeräteträger werden 4 Stück bzw. ein Löschgruppenfahrzeug eben alarmiert, eine Wärmebildkamera und der Kreisbrandmeister. Was ändert sich jetzt in der zweiten Stufe? Da sehen wir schon, es sind 2000 Liter Wasser. Es sind 8 Atemschutzgeräteträger, also 2 Löschgruppenfahrzeuge und zusätzlich noch der Kreisbrandinspektor. Bei der Stufe 3 haben wir eigentlich das gleiche wie bei der Stufe 2, nur dass eine Drehleiter dann mit dabei ist. In der Stufe 4 haben wir dann 3000 Liter Wasser, 12 Atemschutzgeräteträger und zusätzlich noch der Kreisbrandrad. Für Dokumentation von Unregelmäßigkeiten sollte man auch informieren dann, dass es nicht zu vielen Fehlalarmen zum Beispiel kommt. Wenn jetzt 5-mal am Tag dasselbe Melder auslöst, dann stimmt irgendwas in dem Bereich nicht. Das sollte dann umgehend an den Kreisbrandinspektor und über den dann ans Landratsamt eben gemeldet werden. Kann die Alarmhäufung betreffen. Also wie gesagt, wenn man dann 5-mal am Tag zur selben BMA fährt, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Oder natürlich, man hat einen technischen Defekt und es geht vielleicht eine komplette Linie nicht. Wie können wir das rausfinden, beziehungsweise können dem nachgehen, ob das dann verbessert worden ist? Wir können hergehen und können eine sogenannte Feuerbeschau durchführen und können dadurch die Unregelmäßigkeiten dann abstellen. Bei den Brandmeldeanlagen, wir haben ja gesehen, was dann alles kommt. Da sollte man sich auch, wie es vorher schon mehrfach erwähnt worden ist, Gedanken machen über Bereitstellungsräume. Der Philipp hat das Beispiel jetzt vom Haus Lehmgruben gesagt. Bei uns ist es das Seniorenheim der helfenden Hände. Wenn ich mir da überlege, was da alles angefahren kommt in die schmale Straße, da hat man sehr, sehr schnell, dass nichts mehr vor und nichts mehr zurückgeht, geschweige denn ein RTW oder ein NRF hinkommt. Von daher wirklich, und da sind wir auch schon dabei, uns Gedanken zu machen, wo stellen wir denn die ganzen Einsatzkräfte hin, wo sind Bereitstellungsräume, wer kommt denn dann überhaupt. Dann kommen wir weiter zum Stromausfall. Beim Stromausfall ist es so, dass es jetzt so ist, dass die Kommandant der örtlich zuständigen Feuerwehr in dem Bereich, wo der Stromausfall ist, alarmiert werden. Entweder, wenn es da ist oder wenn die Möglichkeit besteht, über einen eigenen Funkmelder, die eigene Schleife oder dann natürlich über das Telefon. Der zuständige Kreisbrandinspektor wird alarmiert. Und ab 2023 mit der digitalen Alarmierung dann der Einsatzleiter Rettungsdienst, der Fachberater DHW. Die ILS muss natürlich vorher die Kenntnis erhalten, ob das ein Stromausfall größer 10 Minuten ist. Wenn jetzt
ein kurzer Ausfall vom Strom ist, dann wird natürlich nicht alarmiert. Wenn die Leitstelle jetzt euch nicht alarmiert, dann kann es natürlich vorkommen, dass ihr mitbekommt, dass ein Stromausfall ist. Dann natürlich auch Gerätehaus anfahren und die Leitstelle darüber in Kenntnis setzen. Und die bekommt normalerweise über den Betreiber dann mitgeteilt, was dort anliegt. Wieso wird das Ganze überhaupt gemacht? Was soll die Feuerwehr da jetzt bewirken? Also die Maßnahmen der Feuerwehr bei Stromausfällen soll auf jeden Fall sein, dass die Feuerwehr für die Dauer des kompletten Stromausfalls sich mit blauem Blinklicht zur Kenntlichmachung vor das Feuerwehrhaus stellt. Das Feuerwehrhaus soll dadurch eine Anlaufstelle für alle Bürger und Bürgerinnen sein, wenn es zum einen um Fragen geht und zum anderen natürlich um Notrufe. Wenn der Notruf über das Telefonnetz, Handynetz, sonstiges nicht mehr abgesetzt werden kann, braucht man natürlich eine Anlaufstelle. Und das wäre in diesem Fall dann das Feuerwehrgerätehaus in dem jeweiligen Ort. In Esselbach war es bisher so, wenn ein Stromausfall war, wir haben das mitbekommen, dann haben wir 2, 3 Leute darüber in Kenntnis gesetzt, sind ins Feuerwehrhaus angefahren und haben dann dementsprechend der Leitstelle gemeldet, dass das Feuerwehrhaus besetzt ist. Und so kann es dann in dem Fall auch passieren. Ja, kurz und bündig, ich bin schon durch. Ich übergebe dann das Wort nochmal an die Anna. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Break. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Test, Test. Ja, sehr gut. So, jetzt hört er mich auch wieder. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit haben wir gesagt, mach mal einen fliegenden Wechsel. Christian, dir vielen Dank für deine Ausführungen zur Brandmeldeanlage und Änderungen beim Stromausfall. Was steht als nächstes an? Ihr seht es eingeblendet oder gleich zumindest. Unser nächstes Thema wird in 3 Wochen dann sein Führungskreislauf und Gefahrenmatrix. Wirklich das grundlegende Werkzeug für alle Führungskräfte, Fahrzeugaufstellung, Lagemeldung, die Ansprechpartner an der Einsatzstelle, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Nutzung von einem ELW, also wirklich die Basics, nochmal in Erinnerung für euch alle gerufen, worauf man achten sollte, wie man sich das Leben als Einsatzleiter leichter machen kann, das wollen wir euch in der nächsten Ausbildungseinheit dann vorstellen. Von unserer Seite aus möchten wir nochmal Danke sagen an allen, die uns hier unterstützen. Dem Bernhard Nees als Hausherr, dass wir hier in der Interimswache in Marktheidenfeld sein dürfen. Dem Thorsten Evers von der Feuerwehr Marktheidenfeld, der technisch uns auch die ganze Zeit hier schon unterstützt. Und natürlich ein absolut dickes Dankeschön an den Benedikt Rottmann, der uns hier seine Technik zur Verfügung stellt. Also hier höre ich auch lautlosen Applaus im Sinne von Hände hoch und applaudieren. Da wirklich, man kann es halt oft genug sagen, dir Bene für die Zeit, Engagement, was du da reinsteckst und das ganze Equipment, was du uns zur Verfügung stellst, das ist einfach unbezahlbar. Auch natürlich bedanken bei meinen 3 Ausbilderkollegen heute Abend, dem Philipp, dem Christoph und dem Christian für die Zeit, die sie hier mitgebracht haben und es wirklich wieder super gemacht haben, die Ausbildung. Wir hatten in der Spitze tatsächlich 160 Teilnehmer, also wir haben alle ganz große Augen bei der Zahl gekriegt. Es waren im Chat auch immer so durchschnittlich 40 Personen angemeldet, hatten heute jetzt auch die erste Frage, die unser Moderator gleich souverän beantwortet hat. Wenn ihr jetzt im Nachgang noch Fragen habt, der Chat ist noch ein bisschen offen, die Mailadressen sind bekannt. Ansonsten kennt ihr ja auch uns alle und unsere Kontaktdaten. Zögert nicht, sprecht euch an. Wir sind da, euch zu helfen, wo wir können. Dem gesamten Ausbilderteam auch nochmal ein dickes Dankeschön.
und macht draußen auch Werbung für unsere Veranstaltungen. Dass die ersten Werbemaßnahmen schon erfolgreich waren, hat man ja heute Abend an den Zahlen gesehen. Und wenn ihr eure Kameraden, Gruppenführer bei der nächsten Ausbildungseinheit dabei sein wollt, ihr wisst jetzt, wie ihr uns zuschauen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Euch allen jetzt noch einen schönen Abend und bis bald hoffentlich mal wieder in geselliger Runde.